This is Moose, and you're listening to Wrestling Talk Radio. Moose, Moose, Moose. Ein frohes neues Jahr und damit hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio zu unserer Opening Bell zu Wrestle Kingdom 18, dem Jahresabschluss/Jahresauftakt von New Japan Pro Wrestling. Ich bin der Sven, euer Pumper der Herzen, auf der Abschiedstournee quasi. Wie ihr es gerade schon gemerkt habt, ich habe euch wie eigentlich jedes Jahr hier begrüßt im WTR. Das ist ja irgendwie so eine komische Tradition geworden, nachdem ja Wrestle Kingdom immer die erste Show war, über die wir gesprochen haben. Und ja, auch von der Seite aus nochmal von mir Gruß an alle draußen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht, habt alle Finger, Zehen, sonstige Extremitäten euch nicht weggeböllert, habt Silvestersuff, ja vielleicht auch den Weihnachtssuff bis zum Silvestersuff, manche haben ja Urlaub und haben ja dann einmal durchgemacht, gut überstanden, seid jetzt gut angekommen und seid bereit, euch ein bisschen auf japanisches Wrestling einzulassen. Und ich habe mir hier so eine kleine Runde zusammengesucht, mit der wir einfach mal kurz ein bisschen über Wrestle Kingdom uns unterhalten werden, ein bisschen durchtippen werden und dann schauen wir mal, wie wir uns einordnen dieses Jahr vorfreudemäßig. Ist insofern auch ganz spannend, weil ich eine ganz nette Besetzung heute hier am Start habe. Wer leider nicht am Start ist, ist der Chris, der ist krank. An der Stelle gute Besserung. Nochmal zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich hoffe, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung bist du schon lange wieder gesund. An der Stelle, also Chris kann nicht mitmachen, ist aber dann hoffentlich, davon gehe ich eigentlich aus, beim Roundtable wieder mit am Start. Wer aber mit dabei ist, unser Mann fürs Grobe, wenn es ums New Japan Wrestling geht, der Alex. Guten Tag. Guten Abend, vielen Dank. Ja, haben wir dich mal wieder rausgelassen aus dem New Japan Schrank? Darfst du mal mitmachen? Ja, New Japan, Wrestle Kingdom nehme ich mit, G1 nehme ich noch mit und das war's ja inzwischen die zwei Events noch in dem Jahr. Ansonsten glänze ich ja bei New Japan Podcasts immer mit Abwesenheit. Das ist richtig. Man nennt sowas Erfolgsfan. Das hast du schon mal gesagt. Ja, ich weiß. Da habe ich es noch verneint, aber so, da ist schon durchaus eine Wahrheit dran. Das Dumme ist, so erfolgreich war die Liga ja gar nicht. Wobei, man muss sagen, nachdem ich jetzt ein paar Zahlen gelesen habe vor ein paar Wochen, hat man sich jetzt im Vergleich zu den Corona-Jahren schon wieder deutlich berappelt. Wer ist noch nicht ganz auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen? Aber es geht zumindest aufwärts, was Zuschauerzahlen betrifft. Und nachdem New Japan ja ein Produkt ist, was primär Einnahmen über Zuschauerzahlen generiert, ist das zumindest an der Stelle eine gute Nachricht. Ob das Produkt das Ganze auch widerspiegelt, ist eine andere Diskussion. Aber da kann bestimmt auch der Dritte im Bunde ein bisschen was beitragen. Jemand, den wir früher bei New Japan Podcasts regelmäßig gehört haben, dann eine ganze Weile nicht mehr. Und jetzt kam er an, wie so ein kleiner Springteufel, wie so ein Check in the Box, ist er hergehüpft und hat gemeint, Sven, ich will da mitmachen. Und dann sage ich, na klar, hallo Jan. Ja, also wenn du zu Wissen macht auch kommst, dann muss ich natürlich auch wieder bei New Japan vorbeigucken. Und wenn es halt dann im Zweifel nur ist, um dir nochmal anständig in der nächsten Ausgabe im Roundtable denn dich anständig hier zu verabschieden. Und ja, man muss ja jetzt sagen, heute, da wir jetzt wussten, dass Chris nicht da ist, auch ganz gut, sonst hättest du hier mit Alex alleine gesessen. Das wäre ja auch für so ein Tippspiel, also zwei nur, nee, ist schon Glück im Unglück. Also für euch jetzt da draußen vielleicht nicht, weil
wenn ihr das hier hört, seid ihr vielleicht so langsam am Ende vom hier in Review angekommen. Ich hoffe, ihr hattet genug Zeit, es bis hierhin durchzuhören. Ich wollte gerade sagen, genug Sitzfleisch, aber ihr könnt ja auch im Liegen machen. Ja, 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 die 18 Stunden sind doch ruckzuck weggehört, also bitte dich. Ja, ja, da möchte ich mich auch nochmal für entschuldigen. Ich bin zwar nicht der Hauptverantwortliche für das Projekt gewesen, das wäre eine andere Stelle, aber da ich, sag ich mal, derjenige gewesen sein dürfte, der am zweitlängsten zu hören gewesen sein wird, also zumindest von den Parts, wo ich mit bei war, ja, habe ich wahrscheinlich mein Beitrag dazu geleistet. Und es tut mir leid. Wie war das? Gottes Werk und Teufels Beitrag oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja. Ist ja nicht so, dass ihr euch nicht gegenseitig hochschaukeln könnt. Nee, das ist richtig. Also das, wir können ja hier den Vorhang mal so zur Seite ziehen. Gestern haben wir die letzten drei Kategorien aufgenommen. Bei zweien war Alex mit bei, die haben wir in 2 Stunden ungefähr gemacht. Und dann die letzte habe ich mit Matze alleine gemacht. Alex war der Weise von uns und da haben wir auch nochmal über 2 Stunden. Das heißt, ich habe gestern schon ordentlich Sitzfleisch besessen. Ich bin froh, dass ich bei Sven da keine Angst habe, dass es so lange gehen wird. Also habe ich einen Tag. Ich denke, Opening Bell mäßig werden wir nicht so lang brauchen. Wie es dann mit dem Roundtable ausschaut, kommt drauf an, was passiert am 4. Januar. Ich sag mal so, ich hoffe, dass ich bis dahin aus dem Wrestling-Koma wieder aufgewacht bin. Naja, deine Pläne sind ja auch, ich nenne es mal ambitioniert. Könnte man so sagen. Also wir nehmen hier gerade nur mal so für den Zeitrahmen am 28. auf. 29. ist mein freier Tag. 30. geht's dann los mit Game Changer, mit dem Nick Gage Invitational. Am 31. ist dann eine weitere Game Changer Show. Ebenfalls ist da All Japan mit dem Main Event Katsuhiko Nakajima gegen Kento Miyahara. Dazu gibt's noch auch noch ein Tag Team Match, habe ich vorhin gesehen, die Card, wo der Submission Assassin vom Präsidenten von All Japan ausgewählt. Der gute Charlie Dempsey schon mal in einem Tag Team Match an der Seite von Yuma Anzai schon mal, ich sag mal, die Matte beschnüffeln darf. Bevor er dann am 3. Gegen den Sieger und dann amtierenden Triple Crown Champion antritt. Ja, dann ist ja noch so ein bisschen, WWE denkt sich ja auch neues Jahr. Machen wir mal große Neujahrswoche. Alle 3-Wochen-Shows mit Titelmatches noch und nöcher. Ja, dann haben wir ja dann halt auch noch so eine Noah-Show. Die neue Show von Noah noch zwischendrin am 2. Ja, und dann halt 4. Wrestle Kingdom, 5. noch New Year's Dash. Mit einem kaputten Kota Ibushi im Main Event. Ich bin gespannt, ob das wirklich der Main Event wird, Marafuchi gegen Ibushi. Oder ob es doch Kenno geben mit dem Titel. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn es Marafuchi gegen Ibushi wird, das ist richtig. Also bislang ist es angekündigt und ich habe neulich gelesen, dass, oder ein Interview von Ibushi gelesen, laut eigener Aussage hat er einen gebrochenen Knöchel. Cool. Aber er sagt halt auch, er will auch mal wieder in Japan wresteln, nicht nur in den USA. Ja, ich habe gerade mal geguckt, die Noah-Card, The New Year 2024 ist aktuell bei 13 Matches. Ja. Ob bin ich froh, dass ich AEW nicht gucke, auch wenn ich weil die haben ja jetzt auch in 2 Tagen auch noch ein Pay-Per-View. Ja, leider habe ich die Nacht einen großen Fehler gemacht. Nach der Aufnahme mit Matze war ich so aufgekratzt, weil ich nicht schlafen konnte. Dann habe ich so irgendwann auf Twitter sowas gelesen von AEW, dann musste ich da meinen 2 Sachen reingucken. Boah, ist da der Shark gejumpt worden, und das mehrfach. Das war auch nicht feierlich.
Aber ja, das werde ich bestimmt auch mal noch irgendwo aufarbeiten können. Aber ja, also ich glaube, ich bin bei 7 oder 8 Shows innerhalb von einer Woche, die ich auf dem Schirm habe und eigentlich gucken wollte. Und da das alles nicht so ganz kurze Sachen werden, es wird schön. Ja, ich bin nur froh, dass ich glaube am 5.6., das ist denn mit SmackDown, ist glaube ich die letzte Show an dem Samstag, denn da ich dann nochmal 1-2 Tage habe zum Durchatmen, bevor wir ein Roundtable aufnehmen. Ansonsten wird das nicht schön, sag ich mal. Da sagst du da draußen, die Hörenden brauchen Sitzfleisch. Oh Mann. Ja. Ja, hey, ne, Neujahr ist nur einmal im Jahr. Genau wie Wrestle Kingdom. Und ja, wir haben jetzt vorhin im Off-Talk schon kurz drüber gesprochen. Es passt irgendwie ganz gut, weil wir haben mit unserer New Japan Besprechung damals angefangen mit Wrestle Kingdom 8. Das war das erste Wrestle Kingdom, was wir uns damals angeguckt haben. Und ich würde mal sagen, wir enden jetzt primär mal mit Wrestle Kingdom 18, 10 Jahre später. Da haben wir einiges mitgenommen. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Phase erwischt mit hochklassigem Wrestling. Ja, so um die Jahre 2012 bis 2017, 18 noch. Wirklich fantastisches Wrestling. Und danach ist alles so ein bisschen stagniert. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt auch, dass man jetzt da, oder dass ich jetzt da auch mal so ein kleines Päuschen dann einlege und New Japan mal ein bisschen Luft gibt, um sich neu aufzustellen. Ja, ich denke, bevor wir in die eigentliche Show reinspringen, sollten wir über die wichtigste Nachricht der letzten Tage vorab sprechen. Da würde mich nämlich eure Meinung auch interessieren. Ich habe das mit Chris und mit Nicole schon ein bisschen besprochen gehabt und Stefan auch so ein ganz kurzes Mal angeschnitten. New Japan hat am 23. Dezember bekannt gegeben, dass mit sofortiger Wirkung Präsident Takami Obari abgesetzt wurde und ersetzt wurde durch einen neuen Präsidenten. Ja, den kennt man auch. Ist der gute Hiromu Takahashi, wollte ich sagen. Nein, das ist falsch. Das wär crazy. Nein, das ist natürlich Hiroshi Tanahashi. The Ace of New Japan ist jetzt auch the President of New Japan. Jetzt würde ich da mal gerne eure Meinung hören, Alex. Wie ich es gelesen habe, muss ich sagen, war ich schon positiv angetan. Man hat es ja gesehen, aber auch in den Dirties so ein bisschen gelesen, dass die Stimmung inzwischen sehr am Tiefpunkt irgendwo auch ist. Ich habe ja bei uns in die WhatsApp-Gruppe auch mal das Interview von Naito, ein paar Aussagen reingepostet. Der hat ja auch New Japan extrem kritisiert, vom Booking her, dass man halt auch so Leute wie Ospreay verloren hat oder halt auch den Omega damals und so weiter. Und man fördert die jungen Talente auch irgendwie überhaupt nicht. Und irgendwie geht's halt auch überhaupt nicht vor. Das entwickelt sich ja eher zurück. Und ja, ein paar Wochen später war die Nachricht dann draußen, dass eben Herr Tanahashi jetzt hier Präsident ist. Und ich finde, es ist eine gute Idee. Vor allem, er ist halt auch noch ein aktiver Wrestler. Das kommt ja auch noch dazu. Er weiß halt, wie es im Lockerroom direkt gerade abgeht und weiß halt, wo liegen die Probleme, wo kommen die Unzufriedenheit her, was belastet die Wrestler und halt genau die Probleme, die kann er dann halt weiter ins Office tragen, also der Tanahashi, und kann halt daran arbeiten. Und daher denke ich, wenn du einen Mann hast, der weiß, wie es läuft und nicht nur ein reiner Business-Guy, dann ist es für mich immer so funktioniert, glaube ich, besser für eine Wrestling-Liga, als wenn du halt wirklich nur so Office-Guys hast, die nur auf Zahlen gucken, die nur ein bisschen die großen Namen sehen wollen, aber eigentlich vom Wrestling an sich nichts, keine Ahnung davon haben, wissen gar nicht, wie man sich in Wrestler hineinversetzt, was die fühlen, auch eben die kleineren Namen oder auch die jüngeren Talente, die sind halt auch wichtig, weil es ist halt deine Zukunft, auf die musst du halt setzen, und Tanahashi, glaube ich, ist da schon jemand, der guckt da genau, was sind
meine Guys für die Zukunft. Welche Guys darf ich auf gar keinen Fall verlieren, weil es hieß ja auch in den letzten Wochen so das Gerücht, dass Okada vielleicht die WWE verlässt, ja, der New Japan verlassen könnte und dass es gar nicht mal so ausgeschlossen ist. Also er denkt zumindest drüber nach. Und es kann sich halt New Japan denken. Gar keinen Fall leisten, Okada zu verlieren. Also das ist halt ein absolutes Worst-Case-Szenario und da hat dann scheinbar auch New Japan gemerkt, wir müssen jetzt hier echt mal handeln, wir müssen jetzt mehr einen Mann ranholen, der hier ein bisschen vermitteln kann, der auch gut befreundet ist, eben mit dem Okada, eben mit auch mit Naito und halt die wichtigen Locker-Room-Leader, Suzuki auch mit dazu gezählt und der bringt das Schiff wieder auf Kurs, zumindest erhofft man sich das und ja, das muss man halt mal sehen, wie das Jahr 2024 läuft. Angeblich hat er ja so ein bisschen auch bei der Wrestle Kingdom Card schon die Finger so ein bisschen im Spiel. Darauf kommen wir dann gleich noch. Und man muss einfach jetzt abwarten, wie das Jahr 2024 läuft. Aber ich sag mal so, es wird, denke ich mal, einige Überraschungen geben, was wir so wahrscheinlich so nicht predicted hätten jetzt, also letztes Jahr. Jetzt im neuen Jahr, mal gucken, was kommt. Ja, Jan, wie siehst du es, bevor ich da noch meinen Senf dazu gebe? Ja, ich wollte. Das Schöne ist, ich habe vor nicht mal 24 Stunden dann eine gute halbe Stunde drüber erzählt. Wiederholung nochmal. Also, ich könnte jetzt einfach sagen, bei Story des Jahres, bei mir in Review einfach mal rein und da könnte auch Matzes Meinung dazu noch hören. Ich habe ja ganz am Ende, wo wir auch. Glaube ich, so ein bisschen so den im Year-in-Review den Ausblick gemacht haben. Ich glaube, in dem Segment war das. Oder war es bei der Gurke? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber irgendwo habe ich noch gesagt, bei New Japan, da glaube ich, da muss erst so richtig das Tal der Tränen durchwartet werden und die große Explosion kommen, bevor es wieder aufwärts geht. Man kennt halt seine japanischen Schäfchen, ne? Und weiß so, wie die drauf sind. Als dann die Meldung kam, war ich, sagen wir es mal so, leicht schockiert, weil das schon für mich so die halbe Bombe ist. Oder vielleicht sogar die große Bombe, die explodiert ist. Und dass halt vorher das Tal der Tränen so richtig tief durchwartet werden musste. Denn ich hatte so die Befürchtung, gerade auch, als ich denn die Card mir angeguckt hatte, als die denn so, ich sag mal, die meisten Sachen, ein paar sind ja jetzt noch dazugekommen, wo man auch sagen muss, dass da ein, zwei Sachen dazugekommen sind, wo ich gedacht habe, na Gott sei Dank, da habe ich so drauf geguckt und habe mir so gedacht, so, wenn wir jetzt mal wirklich so das Horror-Szenario ansehen und ein Okada geht, Tanahashi wandert eh mehr oder weniger in die Oper-Abteilung. Das heißt, da werden es auch eher die Multi-Man-Tag-Matches. Bei Naito, wissen wir, war jetzt seine letzte Augen-OP. Nochmal kann er die nicht machen. Das heißt, da ist auch die Uhr tickt, aber ganz gewaltig. Da war schon so das Horror-Szenario, im schlimmsten Fall stehen wir Ende 24, vielleicht sogar deutlich früher im Jahr, ohne Okada, Tanahashi und Naito da. Bei New Japan und was dann? Weil dann ist halt die ganz große Leere. Gerade auch, wenn man sich jetzt überlegt, dass halt ein Osprey weg ist, etc. pp. Da habe ich eigentlich die schwere Krise für das nächste Jahr schon richtig hart kommen sehen. Ob Tanahashi jetzt da rechtzeitig entgegensteuern kann, wird man sehen. Da hängt es auch ganz viel von ab, was mit Okada ist und wird. Im Story-Ding habe ich noch gemeint, dass ich jetzt eigentlich fast so 99% davon ausgehe, dass Okada bleibt, dass da sozusagen die Verbindung zu Tanahashi groß genug ist oder eng genug ist. Matze war da ein bisschen anderer Meinung. aber ich sag mal, die Chancen sind dafür deutlich gestiegen, denn man muss es halt auch so sagen, wie es ist. Da werden wir wahrscheinlich auch noch drauf drüber reden. Man hat jetzt 23 nicht unbedingt viel dafür getan, dass Leute hinten dran stehen, die man halt, wenn jetzt so ein
Eckpfeiler komplett wegbrechen sollte, egal aus welchen Gründen, das direkt aufzufangen. Man hatte durchaus zwischendrin mal die Ansätze, dass man gedacht hat, okay, derjenige wird jetzt gerade so richtig schön aufgebaut, könnte für Wrestle Kingdom irgendein schönes Singles-Match kriegen, vielleicht um einen kleineren Titel oder so, oder halt ne, einfach nur so ein Singles-Match. Ja, ich sag mal so, Höhe G1 hatte sich das dann bei den meisten komplett erledigt. Mhm. Und wurde dann auch nicht unbedingt besser. Und man hat halt auch in den Jahren davor nicht wirklich was getan. Ja. Ja, und man hat halt im Endeffekt eine komplette Generation verloren, indem man sich jetzt eben ganz lang auf Okada, Tanahashi, Naito an der Spitze verlassen hat. Ja. Ja, und ich meine, man ist halt auch irgendwo gebranntes Kind. Ja, jedes Mal, wenn man sich irgendwie auf einen neuen festlegt und einen neuen so ein bisschen Spotlight gibt, bricht er weg. Ja, Omega weg, Ibushi verletzungsmäßig weggefallen, Osprey verlässt jetzt die Liga. Ja, und mein erster Gedankengang war jetzt, muss Obari gehen, um zu verhindern, dass Okada geht, oder muss Obari gehen, weil Okada schon anderswo unterschrieben hat? Ja. Ja. Also, sagen wir mal so, mich würde es nicht überraschen, wenn da mal irgendwas rauskommt, wenn es eins davon ist. Weil ansonsten, gut, jetzt könnte man halt sagen, ne, man macht's kurz vor Wrestle Kingdom, damit man denn da den frischen Schritt hat. Andererseits hätte man das dann auch vielleicht eine New Year's Dash oder irgendwie Pressekonferenz nach Wrestle Kingdom oder sowas und macht denn da sozusagen den Schnitt, gerade weil ja auch Tanahashi das Match hat gegen Saber. Es wirkt halt, vor allem, man hat ja vorher überhaupt nichts gehört. Eben. Also es kommt ja wirklich aus dem Nichts. Also ich bin am 23. Ja. früh aufgewacht, ich sehe diese Nachricht als erstes auf dem Handy und denke so, was zum Geier ist da denn jetzt bitte passiert? Also und da musst du jetzt mal über den Tellerrand hinaus gucken. Jetzt leben wir in einer Welt, in der New Japan von Hiroshi Tanahashi regiert wird, die WWE von Triple H und bei AEW hockt Brian Danielson und buckt mit. Ja. Also an sich ist es total bekloppt. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass diese neue Positionierung von Hiroshi Tanahashi einfach eine Signalwirkung sein muss, dass sich einfach was verändert, weil der Mann, der lebt und stirbt für die Liga. Mhm. Ja, der hat sie lang genug getragen, der ist da so tief verwurzelt. Ich glaube, niemand ist so synonym mit New Japan Pro Wrestling wie Hiroshi Tanahashi. Und dann ist es aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Schritt, ihm diese Rolle zu geben. Und wenn er damit jetzt eben den Roster neu motivieren kann, vielleicht auch so eine Signalwirkung geben kann, hallo, wach, wir sind noch da, dann kann das hier nur der richtige Schritt gewesen sein. Ja, das so viel. Weil aus meiner Sicht, wenn man es jetzt so mal retrospektiv betrachtet, ist alles, was jetzt Takami Obari gemacht hat, nicht wirklich so erfolgreich gewesen. Ja, da haben sich alle noch über seinen Vorgänger, über den Holländer damals, Harold May, aufgeregt, dass der Omega und die Young Bucks, sondern halt die Elite hat gehen lassen und dass der sich mit seiner US-Expansion komplett verzettelt hat. Aber gut, ich meine, da kam jetzt auch Corona mit dazu, aber Obari hat jetzt auch nicht wirklich eine erfolgreiche Periode dahingelegt. Nee, ich überlege gerade, so, dass May gegangen ist, ist auch jetzt weniger als ein Jahr, oder? Kommt das mir nur so vor? Nee, ist schon länger her, sind 3-4 Jahre jetzt. Schön. Okay. Halt mit Abgang oder kurz nach dem Abgang der Elite. Und Alex, wie lange gibt es jetzt AEW? 4-5 Jahre, ne? 2019. Ne? Ja. Oh. Ja, 19. Weiß ich auch nur, weil jetzt einige Leute bei AEW jetzt aufgehört haben, die von Anfang an dabei waren. Und da ist immer seit 19 sind sie mit dabei. Ja, die gehen jetzt in ihr 5. Jahr, wenn ich jetzt. Ja. Also ich hab mitbekommen, dass
Tanahashi eben bei Wrestle Kingdom ein Statement abgeben möchte, vor der Show noch. Mhm. Und ich denke, dass wir dann ab New Year Dash eine neue Ausrichtung hoffentlich sehen werden. Mhm. Ja, also dass man jetzt mit Wrestle Kingdom noch praktisch die alte Regentschaft zu Ende bringt. Und ich hoffe, dass dann eben ab dem 5.1. eventuell auch mal sich was am Booking ändert. Dass er vielleicht ein bisschen sich auf alte Stärken wieder besinnt. Ja, vielleicht auch tatsächlich mehr auf den japanischen Markt guckt, weil wie gesagt, es ist eine Liga, die vorwiegend von den japanischen Zuschauereinnahmen lebt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind ja damals zu New Japan gekommen und was uns daran gehalten hat, war ja, dass es eben so anders war als das ganze WWE-Wrestling, was wir damals gesehen haben, oder TNA oder Ring of Honor und so. War ja ganz andere Atmosphäre, ganz anderer Stil. Und das hat sich über die Jahre jetzt so heimlich, still und leise verändert. Amerikanisiert, möchte ich fast sagen. Und ich hätte eigentlich gerne den alten Stil wieder. Ja, ich meine, brauchen wir gar nicht über diskutieren. Wenn New Japan Main Event voll auftritt, dann ist es immer noch ein Match, wo du mit offenem Mund da hockst und du denkst dir, die zwei da im Ring, die sind wahnsinnig geil und verrückt und alles. Aber leider gab es solche Spitzen nach oben ja relativ selten. Dafür umso mehr House of Torture. Und ähnlichen absolut. Käse. Ich habe es ja eh nie verstanden, warum man das Produkt so auf Krampf amerikanisieren muss, weil eigentlich so richtig bekannt geworden sind, eben auch in Amerika, war ja eigentlich so, das fing halt mit dieser Okada-Tanahashi-Match-Serie an, dann hat auch Bullet Club, Omega, AJ Styles, die kannte man natürlich aus Amerika, ist klar, aber die haben ja nicht, die haben schon ein bisschen ihr Ami-Ding gemacht, klar, aber eben nur die, also nur dieses Gaijin-Stable, und das hat ja funktioniert und dadurch sind sie ja bekannt geworden und dann hat ja auch alles funktioniert. Deswegen hätte man ja da eigentlich so festhalten, man hätte eigentlich weiter so fahren können, eben mit einem Gaijin-Stable, das hier ihr Ami-Ding macht, aber alle anderen machen diesen traditionellen japanischen Stil. Und dann kann man auf die schlaue Idee, einfach das ganze Produkt zu amerikanisieren, damit es halt noch besser für den amerikanischen Markt passt. Aber man hat ja irgendwie scheinbar vergessen, dass man halt immer noch in Japan ist und die Japaner eben, wie du gesagt hast, Sven, die bringen dir das Geld und die machen die Hallen voll, theoretisch. Deswegen habe ich es auch nie verstanden, warum man das auch so krass gedreht hat. Also das hätte doch eigentlich gereicht, wenn du nur 10%, 15%, 20% amerikanischen Flair mit reingebracht hättest, aber doch nicht das ganze Produkt irgendwie auf um 180 Grad drehen. Das war ja völliger Wahnsinn eigentlich. Die wollten eigentlich zu schnell zu viel. Die haben gemerkt, das funktioniert auf dem amerikanischen Markt, eben auch mehr Zusammenarbeit mit Ring of Honor dann auch mal die eigenen Events dann gemacht, hat alles gut funktioniert, Hallen ausverkauft und da haben sie irgendwie gedacht, ein bisschen Größenwahn ausgebrochen und dann haben sie gedacht, dann machen wir einfach so weiter und es funktioniert. Und irgendwie haben sie jetzt gemerkt, scheinbar funktioniert es doch nicht so gut. Ja, und warum funktioniert es nicht so gut? Weil du im amerikanischen Markt nicht an der WWE vorbeikommen wirst und du wirst auch nicht an AEW vorbeikommen. Und AEW hat eigentlich New Japan dann eigentlich den Platz streitig gemacht. Da, wo vielleicht noch Platz war für New Japan, ist halt AEW eingebrochen quasi und die haben halt ihr Ding gemacht, haben sich gleich auf Platz 2 gesetzt in die WWE. So, und dann hast du halt TNA macht ihr Ding. Haben sie komplett untergraben, genau. Und das Problem, was New Japan hat mit den ganzen US-Shows, ist, dass sie dort einfach keine eigene Infrastruktur haben, was das Aufstellen von Sendungen betrifft. Ja, ja. Die WWE, AEW haben ihr komplettes Equipment vor Ort. Ja, im Land können es hin und her schippern, fahren, wie auch immer. New Japan muss sich das Zeug mieten. Oder rüberfliegen. Und sich darauf verlassen, dass du dann bei Fight TV laufen kannst ohne technische Probleme. Spoiler, funktioniert nicht. Ja, also hat man sich da irgendwo sehr ungünstig in eine Position gebracht, in der man eigentlich nur verlieren konnte. Und insofern wäre meine Hoffnung tatsächlich die, dass man auch sich ein bisschen von dieser AEW-Kooperation distanziert. Ich bin
tatsächlich der Meinung, wenn du von den bestehenden Kooperationen was weiterlaufen lassen möchtest, dann auf alle Fälle das Ding mit TNA. Ja, weil du da einfach auch jemand hast, der auf Augenhöhe mit dir dann diskutiert und nicht irgendwie Tony Khan von oben herab, ne? Und wenn du unbedingt sagst, du möchtest mit einer großen Liga in den USA kooperieren, dann jag bitte Tony Khan zum Teufel und bring Hiroshi Tanahashi und Triple H an einen Tisch. Ja, sehe ich ähnlich. Irgendwo hier in Review haben wir auch über Okada und die und möglichen Wechsel geredet und ich bin immer noch der Überzeugung, das, was man jetzt mit Osprey hat, dieser, ich nenne es mal jetzt Split-Deal, hauptsächlich AEW, aber kann auch bei New Japan, sehe ich nicht, dass das bei Okada. Also das wäre dann wirklich so, ich sag mal so, das Noah-New Japan-Verhältnis. So nach dem Motto, da schickst du schon deinen besten Mann hin und der wird eigentlich nur zum Frühstück darf sich bücken, so ungefähr. Das sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht, weshalb ich da mal so überrascht bin, dass da viele sagen, ja, dann geht er halt zu AEW und kann ja trotzdem bei New Japan. Dann müsste sich halt New Japan wirklich ganz, ganz tief bücken und. Ja, und irgendwo muss dann auch Schluss sein, weißt du, mit dem Bücken. Ja, ich meine. Man hat vielleicht so einen gewissen Nutzen rausgezogen, ja, explizit finanziell aus der Zusammenarbeit, aber letztendlich schadest du meiner Meinung nach nachhaltig deinem Produkt, je länger diese Beziehung läuft. Ja, und da kann Forbidden Door noch so geil sein als Event. Wenn du dir im Endeffekt an 364 Tagen im Jahr wehtust, um an einem Tag im Jahr eine richtig geile Show zu präsentieren, dann ist es kein gutes Verhältnis. Ja, das war ja wohl auch so ein bisschen, Grund, warum man Tanahashi da mit an Bord holt, weil der soll dann, wenn es dann auch Verhandlungen eben gibt, gut, die AW-Beziehung, die wird es nicht von heute auf morgen abbrechen, da gibt es halt eben noch ein bisschen Geld, das habt ihr gesagt, aber da wird sich halt Tanahashi dann jetzt mit am Tisch setzen und der wird dann nicht sagen, naja, lassen wir mal von 10 Matches 8-mal AW gewinnen und 2-mal dürft dann ihr gewinnen, nee, das wird dann ein bisschen anders laufen, weil Tanahashi weiß, wie es läuft und der wird da ein bisschen härterer Verhandlungspartner sein, also da wird sich der gute Herr Khan dann durchaus ein bisschen wärmer anziehen und dann gibt es nicht mehr so viel AEW, sondern der wird versuchen, schon so diese Beziehung auf Augenhöhe zu führen, so 50-50, 60-40, gut, AEW wird ein bisschen mehr sein, 60-40, sage ich mal, aber eben so weit bücken wird dann nicht mehr drin sein, da vielleicht ein bisschen, aber das wird es so wird ein bisschen anders laufen und da bin ich auch mal gespannt, wie das läuft. Es heißt ja auch schon ein bisschen, man möchte wirklich diese Beziehung zu AEW ein bisschen abkühlen lassen, würde ich nur so ein bisschen so Special Attraction machen, eben Danielson, Mann Moxley holen, Mann Kingston in G1 booken. Das soll dann schon noch weiterhin sein, aber ansonsten möchte man dann wirklich mal wieder auf sein eigenes Ding setzen und wirklich mal weg von diesem ganzen amerikanischen Markt, back to the roots gehen und eben auch mal auf die eigene Jugend setzen, weil die soll dir ja in Zukunft dein Geld bringen und da hilft dir halt AEW dann auch nicht mehr. Wenn du nur noch auf AEW angewiesen bist, dann kannst du den Laden auch gleich zumachen. Also weil dann bist du Ring of Honor 2019. Ganz genau. Und Tony Khan kauft dich auf. Ja, als Ring of Honor damals sich auch nur noch darauf verlassen hat, dass das New Japan irgendwelche Leute vorbeischickt, dass der Bullet Club immer da ist und im Endeffekt kein eigenes Produkt mehr geboten hat. Ganz genau. Und genau in die Richtung fährt man gerade, oder fuhr man jetzt bei New Japan ein, zwei, drei Jahre lang und diese Richtung muss jetzt geändert werden. Es ist ganz interessant, weil jetzt ja in Japan sich mehrere japanische Ligen auch zu so einem Bündnis zusammengeschlossen haben und auch gemeinsam Shows aufstellen möchten, wo New Japan auch mit bei ist. Vielleicht ist das ja schon mal der erste Schritt in die Richtung. Aber ich denke, man sollte wirklich erstmal gucken, wieder diesen japanischen Markt erstmal zu konsolidieren, der immer noch nicht auf Vor-Corona-Niveau angekommen ist. Ja, da gibt es ja immer noch genug Zuschauer, die einfach nicht mehr in die Hallen gekommen sind. Und ich denke, die sollten erstmal wieder fürs Wrestling begeistern und schauen, dass er seine Hausaufgaben macht, sich komplett neu aufstellt, seine Jugendarbeit konsequent weiterführt. Ja, da kommen wir jetzt dann auch gleich, wenn wir über die Card sprechen,
zu diversen Punkten. Und dann gucken wir mal, wie es bis in einem Jahr ausschaut. Ja. Ja, ich denke, dazu haben wir jetzt genug diskutiert zu der Politik außenrum. Wollen wir in Wrestle Kingdom reinstarten? Auf jeden Fall. Gut. Dann startet Wrestle Kingdom wie fast jedes Jahr traditionell mit dem Rambo, dem Rumble-Match, wo alle teilnehmen, die sonst nicht auf der Karte landen. Wir haben natürlich null Ahnung, wer jetzt effektiv startet, ob welche irgendwelche Überraschungen am Start sind. Insofern wird es jetzt wieder lustig mit dem Tippen. Die letzten vier in dem Match, ja, die klassischen Final Four, werden am 5. Januar beim New Year Dash den ersten Interims KOPW Champion für 2024 ausmachen, nachdem Taichi ja jetzt auf den letzten Metern im Dezember die KOPW-Trophäe sich endgültig sichern konnte für 2023. Das heißt, wie quasi jedes Jahr hätte ich jetzt dann gerne vier Namen von euch, die ihr in den Final Four seht. Und kurze Info für euch da draußen noch. Der Chris hat uns seine Tipps schriftlich zukommen lassen. Und ähnlich wie letztes Jahr hat er auch Just for Fun seine Freunde mittippen lassen. Und ich werde dann seine Tipps hier mit einbauen im Lauf der Opening Bell. Aber ich würde sagen, Jan, gib mir mal vier Namen, die du in den Final Four siehst beim Rambo. Ja, ich wollte es mir eigentlich für das gesamte Tippspiel für die Opening Bell einfach machen und habe gedacht, wozu gibt's die neue Technik, ne? So mit den ganzen AI-Sachen. Hab gestern schon mal so ein bisschen rumprobiert und auch direkt bei den ersten beiden Matches, die ich eingegeben habe, hat mir ich weiß gar nicht, auf was das läuft. Auf jeden Fall geht auch einfach bei Bing schon. Mir da jeweils einen Sieger ausgespuckt. Das Schöne ist, ich habe den vorhin vor der Aufnahme mal so die anderen Sachen und bei allen anderen, seitdem hat er gesagt, ja, das ist sehr knapp. Da könnte der gewinnen, aber auch der, man weiß es nicht. Und ich so, na prima. Warte mal, da muss ich nur mal ganz kurz reingrätschen. Vor oder nach irgendeiner Time Machine haben Matze und ich uns auch mal über dieses Thema ChatGPT unterhalten und haben geschaut, inwieweit Episodentexte von ChatGPT erzeugt werden können. Und da haben wir das anhand von irgendeiner ECW-Show mal ausprobiert. Und da kam dann als Ergebnis raus, so sinngemäß, die Veranstaltung, ich weiß den Namen nicht mehr, war eine Wrestling-Veranstaltung, die fand an dem Tag statt. Dabei fanden Matches statt, teilweise Single-Matches, teilweise Tag-Team-Matches, teilweise wurde um Titel gekämpft oder auch einfach nur, um irgendwelche Fäden auszutragen. Punkt. Ja. Da bin ich so, okay. Wenn es auch noch das Datum gestimmt hätte, wäre ich glücklich gewesen. Ja, also. Scheiß auf die KI. Ja, also bei den beiden Matches, wo es mir einen vernünftigen Sieger auch ausgespuckt hat, oder überhaupt einen Sieger ausgespuckt hat, werde ich das nachher mal vorlesen. Ich kann sagen, bei den Sachen, wenn ich es ausprobiert habe, die Texte waren immer gleich, die es verfasst hat. Mehr oder weniger. So nach dem Motto, der und der treten dann und dann an. Vielleicht immer noch, ich glaube, bei Danielson Okada, da hat er mir noch zumindest noch ausgespuckt, dass das erste Mal ist seit Forbidden Door, dass die aufeinandertreffen. Das war so der random Fun Fact. Ja. Ich habe natürlich auch, das war gestern eins der Tests, den ich auch gemacht hatte mit dem Rambo. Das Problem ist, er hat mir zwar vier Namen ausgespuckt für einen Rambo, von denen sind allerdings drei auf der Card schon. Von daher war das denn nicht so sinnvoll. Und jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Kann Taichi da mit drinne sein oder hat er jetzt automatisch, weil er ja den Titel, weil da bin ich echt nicht mehr so drinne, wie das jetzt funktioniert regeltechnisch, dass der sozusagen ein Match drum kriegt, weil er ja den Pokal letztes Jahr sozusagen der letzte war? Nee, der muss sich jetzt wieder frisch qualifizieren.
Gut, dann ist Tai Chi schon mal mein erster Name. Wunderbar. Der zweite Name, der, ich glaube, also es wäre jetzt schockierend, wenn den keiner, wenn ihr den nicht auch alle habt, ist natürlich Toriano, weil der ist immer dabei. Ob er will oder nicht. Und dann hatte ich mir jetzt die Roster-Page, zumindest laut Cage Match, aufgemacht und habe dann mal so durchgescrollt und verglichen, wer ist eigentlich auf der Karte und wer nicht. Und Namen, die mir ins Auge gesprungen sind, weshalb ich die jetzt nehme, dass die nicht auf der Karte sind und ich jetzt einfach hoffe, dass die nicht irgendwie verletzt sind oder andersweitig beschäftigt, ist Jeff Cobb. Und da war ich jetzt echt hart am Überlegen mit mir, ob ich noch irgendwen aus dem House of Torture Bereich beziehungsweise die Bullet Club Leute, da gibt es so viel Auswahl. Ich habe mich mal einfach. Oh, wir machen es ganz anders. Ich nehme Great Okan. Ich sehe gerade, der ist auch noch frei. Oder habe ich den irgendwo übersehen? Nee. Nee, der ist auch noch frei, das ist richtig. Gut. Ich wollte gerade Gabriel Kidd sagen, aber ich nehme Great Okan. Die Chance, dass Okan oder Jeff Cobb damit bei sind, sind fast 100%, sage ich. Die Frage ist, ob Jeff Cobb noch lange bei New Japan dabei ist. Aber das ist schon wieder so ein Kandidat. Ja, das ist richtig. Ich gehe jetzt mal hier kurz in die Tipps von Chris rein. Chris tippt auf Henare, Bad Dude Tito, Chase Owens und Doki. Den habe ich vergessen, ja, den gibt es auch noch. Alex. Ja, ich habe es mir leicht gemacht. Toruyano ist klar. Fast ein hundertprozentiges safer Pick. Und dann habe ich einfach mal gesagt, okay, ich nehme halt einfach mal komplett die United Empire, also Jeff Cobb, Great Okan und Henare. Das ist auch geil. Ich hatte so zwischendurch so, bevor ich die Roster-Page aufgemacht hatte, war ich so kurz so bei einfach House of Torture. Kanemaru, Cho und Yujiro. Alle habe ich mir gedacht, nee, komm, das kannst du keinem antun. Das wäre bitter. Muss, ja, ich muss die schon bei Noah ertragen. Das wäre Ey, ich glaube, ein bitter. 12-Mann-Elimination Tag Team Match. Yay. Naja, habe ich mir ja selber ausgesucht, dass ich es gucke. Von daher kann ich mich ja nicht beschweren. Ich habe natürlich Toru Yano, weil ja, natürlich muss er dabei sein. Ich habe ebenfalls Tai Chi, weil er den Titel gerade erst gewonnen hat und ich möchte, dass er da wieder im Rennen ist. Ich habe ebenfalls Henare, weil er jemand ist, der eigentlich einen Titel verdient hat und ich tatsächlich überrascht war, dass sie nicht die Six-Man-Titles gewonnen haben am Schluss des Jahres. Und man kann natürlich nicht in dieses Titelrennen starten ohne das House of Torture. Und deswegen ist der Show bei mir noch mit bei. Naomi, also Chris' Freundin, hat Tomohiro Ishii, Callum Newman, Mikey Nicholls und Bushi, indem man via random.org einfach von der Roster-Seite ausgelost hat. Aber wahrscheinlich läuft es genauso auch ab beim Booking bei dem Match. Das ist wahrscheinlich die realistischste Variante. Ja. Ich war jetzt auch ehrlich gesagt überrascht, als ich mir die Seite bei Cage Match angeguckt habe, wer da alles eigentlich so von größeren Namen, weil ich erst überlegt habe, boah, das Ding voll zu kriegen, wird ja wieder schwierig. Und dann denke ich mir so, okay. Da gibt es so 10 bis 20 Leute, die du eh vergessen hattest, dass die da sind, die wahrscheinlich eh alle dabei sind. Dann gibt es wahrscheinlich eh nicht so viele Überraschungen. Dann Naja. geht's los mit der Hauptshow und ganz traditionell beginnt die Tokyo Dome Show natürlich mit dem Junior Heavyweight Tag Team Title Match und es verteidigen die Bullet Club War Dogs gegen Catch 22, also auf gut Deutsch Driller Maloney und Clark Connors gegen Francesco Akira und TJP. Und ich tippe hier auf eine Titelverteidigung.
Genauso wie Naomi übrigens. Jan. Ja. Das ist eine gute Frage. Und da ich null Plan habe, vorher ein bisschen gelesen habe, was so bei anderen Sachen Leute so bei der Card denken und ich irgendwo gelesen habe, dass es Gerüchte gibt, dass TJP vielleicht nicht mehr so lange dabei ist bei New Japan und die deshalb den Titel nicht kriegen werden, gehe ich mit den War Dogs. Keine Ahnung, ob da was dran ist. Habe ich auch nichts in der Richtung gehört, aber okay. Und Alex? Ich bin auch bei den War Dogs aus dem Grund, Catch 2-2 hat ja Ende 22 schon Titelregentschaft gehabt bis Mitte des Jahres. Dann haben sie immer kurz verloren, haben sie die Titel ja wieder zurückgewonnen. Also die haben die Gürtel sehr lange gehalten in dem Jahr und auch schon im letzten Jahr. Und deswegen macht es Sinn, wenn die War Dogs hier noch ein bisschen Tag Team Champions bleiben. Aber da kann ich auch schon das erste Gerücht reinschieben, weil Präsident Tanahashi, wir müssen ihn jetzt auch so nennen, hat wohl auch erkannt, dass es etwas sehr viele Gürtel gibt bei New Japan und er möchte diese reduzieren. Und da wird so ein bisschen gerüchtet, dass man die Tag Team Divisions zusammenlegt, dass es noch einen Tag Team Gürtel gibt. Ja, es werden ja im späteren Verlauf der Card werden ja schon mal zwei Titel vereinigt. Das stimmt und es soll noch mehr kommen. Also auf jeden Fall soll die Titelanzahl auf jeden Fall drastisch reduziert werden. Ja, den Einstrong-Titel, den hat man ja jetzt auch mehr oder weniger verschenkt. Und gesagt, hey, hier, komm, Toni, nimm mal, mach mal deine Triple Crown und viel Spaß. Da hat man auch schon mal ein Problem weniger. Ja, die Triple Crown. Das könnte nachher noch mal interessant werden. Da könnte sogar, was wäre jetzt eigentlich, wenn bei einer Triple Crown noch einer dazukommt? wie nennt sich das denn? Triple Crown hört sich gut an, aber was ist es denn? Eine Quadro Crown? Wäre es eine Quadruple Crown? Ja. Das hört sich nicht mehr so gut an, aber die Chancen bestehen. Übrigens, was wir auf der Card überhaupt nicht haben, ist ein Match mit dem Frauentitel. Der wird nämlich im Rahmen von einer anderen Show in Nähe vom Tokyo Dome verteidigt. Hat den noch Julia? Der Julia hat den Strong-Titel. Ach ja, stimmt, Julia hat den Strong-Titel. Den Frauentitel hat Mayu Iwatani. Ja. Ist die aktuell auch fit? Ja, wie gesagt, die sollen auch verteidigen und da gibt's wohl in diesem Tokyo Dome wohl noch irgendwie so eine kleine Halle nebenbei und da wird dann der ihr Titel verteidigt. Also so viel dann zum Thema, wir führen einen Frauentitel ein und präsentieren den dann auf der großen Bühne. Ja, weil bei Stardom im Moment ganz viele am Stock gehen. Deshalb wird... Ja. Es war jetzt so, dass das bei den letzten beiden Shows in der Corken Hall 2023 die beiden Teams jetzt nochmal aufeinander getroffen sind. So ein bisschen Momentum aufbauen für das Match im Tokyo Dome. Erst ein Six-Man-Tag-Match am, 21. war es, glaube ich. Ist wurscht. Es waren zwei Tage nacheinander. Und für den Folgetag wären eigentlich zwei Singles-Matches geplant gewesen, der beiden Teams gegeneinander, was allerdings dann spontan umgebuckt wurde zu einem Casket-Match. Ja, Casket-Tag-Team-Match war auch gar nicht mal so gut. Ging, glaube ich, auch sehr lange, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Wie gesagt, war auch gar nicht mal so gut. Also aus dem Nichts ein Casket-Match als Aufbau fürs normale Tag-Team-Match bei Wrestle Kingdom, kann man mal machen. So, ich möchte noch kurz die Begründungen nachholen. Naomi tippte, wie gesagt, auf die War Dogs wegen dem Cowboy. Jiha! Und Chris tippt auf Catch 2-2, weil im Opener da gewinnen die Good Guys, da das Empire bald aufgelöst wird, eventuell. Dann werden sie nicht lange Champs sein, zumindest nicht als Empire Tag Team. Wusste nicht, dass die aufgelöst werden sollen. Naja, muss ja, weil die gehen ja alle zu AEW. Ach so,
Ja, ja, ich meine, Osprey ist dann bei AEW. Aussie Open sind ja auch dort. Kyle Fletcher hat ja jetzt auch schon gemeint, er ist ja primär Teil von Don Callis Familie und United Empire nur noch hinten dran. Und ist gerade TV-Champion? Ja, richtig, bei Ring of Honor. Wie gesagt, über Cobb steht ein Fragezeichen. Was mit Great O'Khan los ist, muss man mal gucken. Großes Fragezeichen in dem United Empire. Das wäre echt bitter, wenn das Stable so im Sande verlaufen muss, jetzt auf die letzten Meter. Naja. Match Nummer 2. Um den TV-Title verteidigt Zack Sabre Jr. seinen Titel, den er vor genau einem Jahr dann gewonnen hat, gegen President Ace, Hiroshi Tanahashi. Und wie bei allen TV-Title-Matches gibt es hier ein 15-Minuten-Zeitlimit. Das ist, glaube ich, eine Stipulation, die Hiroshi Tanahashi unglaublich weiterhelfen wird in dem Match. A, dass er eben nur diese 15 Minuten gehen muss und B, dass er mit Zack einen Gegner hat, mit dem er super kompatibel ist und super vertraut ist. Ja, der Präsident wird zwar nur von Muckespucke und Klebeband zusammengehalten, aber ich denke, das wird nochmal ein nettes Ding. Und ja, macht Zack die 365 Tage voll, Alex? Oder holt sich der Präsident den TV-Titel? Glaube nicht, dass Zack den Titel abgibt, aber ich glaube auch nicht, dass er gewinnt. Ich tippe jetzt einfach mal auf das Time Limit Draw. Ja, ich tippe aufs Time Limit Draw. Weil, ich meine, wenn es halt in Edo 15 Minuten sind, Zack in 15 Minuten verlieren zu lassen, schwierig. Präsident Tanahashi kann natürlich auch nicht in 15 Minuten verlieren. ich nehme das Time mit Raw. Wobei Präsident Tanahashi im G1 durchaus in weniger als 15 Minuten Matches verloren hat. Das ist auch wieder richtig. Ich bleib beim Time mit Raw. Es ist Wrestle Kingdom. Tanahashi gibt nicht auf im Dome. Lieber stirbt er. Dann braucht man zwar einen neuen Präsidenten, aber Okada ist ja schon bereit. Oder Naito schaut schon mit den Hufen. Präsident Blindfisch. Naomi tippt auf Zack, weil jeder liebt Zack. Und Chris tippt auf Zack, damit er das Jahr voll bekommt. Zudem braucht der Präsident keinen Titel. Jan, braucht der Präsident einen Titel bei dir? Chris hat es eigentlich zusammengefasst, was ich sagen wollte. Also tippst du auch auf Zack? Ja. Gut, dann bin ich der Einzige, der sich wahrscheinlich auch aus historischen Gründen auf die alte Regel beruft, tippe niemals gegen Tanahashi. Ich sehe Titelwechsel. Weil gegen Tanahashi kann Zack verlieren. Muss er gegen Tanahashi verlieren? Nein, es wäre natürlich deutlich mehr geholfen, wenn irgendein junger Wilder ihm den Titel abnimmt. Aber der Titel ist jetzt ein Jahr lang echt gut legitimiert worden von Zack mit den Leistungen. Tanahashi packt jetzt seinen Name-Value-Stempel noch drauf. Ja, muss den Gürtel ja nicht so lange dann tragen. Und wenn das damit verbunden ist, dass Zack damit nach oben verliert, das heißt, den Gürtel hier abgibt und dann den höheren angreift, gehe ich absolut d'accord mit Titelwechsel an der Stelle und möchte das dann auch tippen. Ich meine, könnte dann nächstes Jahr zum Top-Guy-Chin aufgebaut werden. Er hat sich ja durchaus schon zu Japan bekannt, dass er da lieber bleiben möchte. Ja, das habe ich auch bei Year in Review erzählt. Also mir ist immer so angedacht, dass ein Zack Sabre eigentlich auch wieder ein hervorragendes Jahr hatte. Und wenn die ganzen Top-Guys jetzt gehen oder aufhören oder halt einfach alt werden... Zack muss halt auch endlich mal diesen großen Gürtel bekommen. Wenn es nur ein kleiner Run ist, der muss er nicht so lang sein, aber wenigstens das Ding einmal hat. Also er wäre auf jeden Fall so ein Typ, der vertritt New Japan, den mag man, den kennt man inzwischen, der hat sich da etabliert.
Der muss nichts mehr beweisen. Jeder weiß, wie gut er ist. Der kann jeden besiegen. Er hat ja eigentlich auch schon jeden besiegt. Also eigentlich müsstest du Zack Sabre endlich mal den großen Gürtel geben. Oder dann diesen neuen Global Title, dass er den nächsten Titel legitimiert. Der Global Title, ja. Ja, weil Never steht im Moment theoretisch auch ganz gut da, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt diese Never-Division sehen. Ja, dann müssen wir halt irgendwie was Höherwertiges geben. Und ich denke, die Rolle als Top-Gaijin, die könnte durchaus ausfüllen. Ja, bis halt dann beim Dash Sigler kommt, ne? Wer? Kommen wir bestimmt später nochmal auf das Thema. Wer? So, nächstes. In Match 3 haben wir ein Aufeinandertreffen zwischen zwei ehemaligen Young Lions. Ich bin heute durch Zufall auf eine Matchbewertung aus dem Jahr 2018 gestoßen, wo die beiden auch schon gegeneinander gewrestelt haben, wo das Fazit war 3,5 Sterne. Die zwei haben eine super Chemie miteinander und könnten die Zukunft für New Japan Pro Wrestling sein. Und jetzt treffen sie hier im Tokyo Dome zum ersten Mal aufeinander. Jeder von ihnen mit seinem ersten Tokyo Dome Auftritt. Yota Tsuji, ich höre irgendwo im Hintergrund, gegen Yuya Uemura, die beiden jungen Wilden, die beiden, denen wahrscheinlich am meisten Talent aus dem aktuellen Young Lion Crop nachgesagt wurde. Ja, ich würde einfach mal anfangen und ich tippe hier auf Yota Tsuji. Alex. Gehe ich mit? Ich tippe auch auf Tsuji und das ist, was ich vorhin angedeutet habe, dass Tanahashi so ein bisschen schon die Finger im Spiel hat bei der Wrestle Kingdom Card. Es heißt wohl, dass Tanahashi sich stark gemacht hat, dass dieses Match mit auf die Card kommt, eben weil es halt die neue Generation ist. Und das Match kam ja auch relativ kurzfristig jetzt drauf. Ich glaube, es war ja vor ein paar Wochen kam das ja auf die Card. Und da hieß es wohl, dass Tanahashi gesagt hat, nee, die zwei Jungs müssen damit drauf. Das brauchen die einfach im Wrestle Kingdom Match und warum nicht so? Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Ich freue mich eigentlich drauf, weil ich weiß ja, dass die beiden gut sind. Tsuji, da hieß es ja auch, das war eigentlich der größte Fehler, den nicht zum Champion zu machen, zum IWGP World Champion, dann doch auseinandergesetzt. Das bereut man wohl jetzt auch ein bisschen. Und ich glaube, der wird 2024 ein sehr gutes Jahr haben. Also da, das könnte so einer der Guys sein, die vielleicht auch im G1 weit kommen, gut abliefern, Gold gewinnen. Was für ein Gold, weiß ich noch nicht, aber Tsuji, da halte ich viel von ihm und ich sehe da viel in im Jahr 2024. Jan, siehst du auch viel in Yota Tsuji? Ja, ich bin mir, und da hängt so ein bisschen mein Tipp dran, nicht so ganz sicher, wie schnell da, ja, wie sagt man so schön, wie schnell da die Rakete nicht nur hinten draufgepackt wird, sondern auch angezündet wird. Als ich mir die Card angeguckt habe, was ich vorhin meinte, wo ich so ein bisschen so gedacht habe, so, ach du Jemine. Da waren halt zum Beispiel, da waren Yota Tsuji noch nicht drauf und auch das nächste Match mit weiteren jungen Leuten, was wahrscheinlich gleich als nächstes kommt, wenn du dieselbe Card vor dir hast wie ich, war da auch noch nicht. Wo ich so gedacht hatte, ach du Jemine, keiner von denen auf der Card, das ist aber richtig bitter. Längerfristige Prognose, spätestens Wrestle Kingdom 19 gewinnt Tsuji den Titel. Er ist der, der Naito den Titel abnimmt. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, gewinnt er vielleicht den New Japan Cup? Weil man vielleicht auch Naito nicht zutraut, das Jahr voll zu machen, dann gewinnt er hier. Geht er aber über den G1, verliert er hier. Weil er dann erstmal sozusagen, gut, vielleicht ändert sich unter Tanahashi auch was, aber das ist halt das Typische. Ich muss jetzt einfach mit dem arbeiten, was ich habe.
dann gibt's halt erstmal nochmal den fetten Nackenschlag hier und dann wird er halt so langsam Richtung G1 dann wieder, ne, da kommt er dann wieder so ein bisschen in Fahrt und beim G1, da geht's dann ab. Das Ding ist halt, ich bin mir selber nicht sicher, ob ich Naito zutraue, dass der das Jahr voll macht. Und ja. Nee, sehe ich nicht. Ja, ne? Ich nehme mich eigentlich auch nicht. Deshalb sag ich, Tsuji gewinnt hier und holt dann den New Japan Cup. Also ich sag, der Tipp bleibt auf jeden Fall. Je nachdem, gewinnt Tsuji hier, gewinnt er den New Japan Cup und entthront Naito, verliert er hier, holt er den G1 und macht das beim nächsten Jahr bei Wrestle Kingdom. Muss halt nur Naito jeweils mitspielen, dass der nicht zwischendurch ausfällt. Ist jetzt natürlich auch ein Spoiler für den Main Event, ne, was ich da tippen werde. Aber ja, gut, ich meine, das kommt jetzt alles weniger überraschend. Das ist jetzt nicht wirklich überraschend, glaube ich. Aber es ist schön, dass dein Gedankengang genau das widerspiegelt, was Chris auch in seinen Notizen geschrieben hat. Weil Chris tippt auf Uemura. Warum? Aus Interviews weiß man, Yota will Naito und Naito kann nicht mehr lange. Tanahashi bringt neuen Schwung für die jungen Japaner hoffentlich. Nächstes Jahr gibt es Yota gegen Naito, auch um den großen Titel, aber erst zu Wrestle Kingdom. Naito ist zu Wrestle Kingdom Champion, Yota wird G1-Sieger. Deswegen gibt es jetzt den klassischen New Japan Classic Cooldown. Yota verliert hier und wird dann langsam aufgebaut zum Ende des Jahres hin. Daher wird es ein harter Beginn 2024 für Yota-Fanboys. Das ist genau das, was du auch gerade gesagt hast. Dieses klassische New Japan Booking. Wenn du jemanden aufbauen willst, muss er erstmal nochmal hinten anstehen. Ja. Wie gesagt, das haben wir die letzten Jahre oft genug gesehen. Ja. Gucken. Wo ich aber sagen muss, weshalb ich eigentlich mit dem Tsuji-Tipp hier auch ein bisschen glücklicher bin, ist, dass halt Uemura, gut, jetzt habe ich halt nicht viel gesehen, muss man halt auch dazu sagen, bei New Japan, aber ich sag mal, bei ihm hatte ich jetzt auch mit der Rückkehr nicht so das Gefühl, dass er jetzt direkt so viel Schwung mitbekommt, dass er hier Tsuji besiegen dürfte. Für mich jetzt so vom Standing her. Brav, ich habe eine Idee. Tsuji braucht den Sieg meiner Meinung nach tatsächlich mehr als Uemura, weil Tsuji alle großen Singles-Matches verloren hat bisher. Und Tsuji ist für mich auch der Mann für die unmittelbare Zukunft. Uemura braucht den Sieg hier nicht, es wäre vielleicht noch ein bisschen verfrüht. Außerdem gibt es da so eine Hintergrundstory, die man wunderbar laufen lassen könnte. Wenn man jetzt davon ausgeht, Okada geht tatsächlich. Weil als Uemura damals auf Exkursion ging und sein letztes Match in einem New Japan Ring vor der Exkursion bestritten hat, war das gegen Okada, hat natürlich das Match verloren und ist von Okada verabschiedet worden mit einem krachenden Dropkick ins Gesicht. Vielleicht könnte er sich revanchieren und Okada aus New Japan raus dropkicken. Dann hast du direkt Momentum. Ja, das ist dann ein ähnlicher Effekt wie Hikuleo schmeißt Jay White aus New Japan raus. Und jetzt schaust du ein Dreivierteljahr später, jetzt steht er da bei Wrestle Kingdom um die Tag Team Titel. Über diverse Umwege. Ja, also da könnte man durchaus diese Uraltgeschichte ausgraben. Und ich meine, New Japan Booking läuft ja immer darauf hinaus, dass irgendwelche Uraltgeschichten ausgegraben werden. Oh. Ja. Naomi tippt auf Yota Tsuji. Dafür liebt Chris sie. Sogar, glaube ich, noch mehr, als er Yota Tsuji liebt. Und Gerüchte besagen, sie hat dabei irgendwie was Ähnliches gesagt wie, Yota ist so heiß und der beste Wrestler aller Zeiten und ich muss dauernd quieken, wenn ich seinen Namen lese. Da müssen wir mal gucken, inwieweit da die Überlieferungen korrekt sind. Aber wir müssen dem vertrauen, was uns der Chris hier zur Verfügung gestellt hat. Wenn er das so schreibt, dann wird sie das wohl auch so gesagt haben. Ja. Ich denke, das... Ja? Ich habe jetzt gerade so ein Meerschweinchen quieken im Ohr, ich weiß auch nicht warum. Ja, das kenne ich durchaus auch. Wenn ich Yota Tsuji sehe, habe ich auch immer so ein Meerschweinchen quieken im Ohr. Grüße. Was man allerdings zu dem Match sagen kann, was da so ein kleines bisschen für mich der fade Beigeschmack ist, und das kann man eins zu eins dann auch aufs nächste Match legen,
du hast es ja gerade auch schon angesprochen, die Raver Musketeers waren bis Mitte Dezember nicht auf der Wrestle Kingdom Card zu finden. Und jetzt sitzt diese junge Generation da und wrestelt Matches gegeneinander. Und ich denke mir so, die sind doch alle irgendwo auf einem Level aktuell. Das heißt, niemand von denen kann wirklich nach oben oder unten ausbrechen, wenn die alle auf einem Level sind. Die können doch an sich nur weiterkommen, wenn sie gegen Leute antreten, die im Standing deutlich über ihnen stehen. Ja, da kann Shota Umino noch so schöne Matches gegen Ren Narita wrestlen. Das wird ihm nicht ansatzweise so weiterhelfen, wie diese Niederlage gegen Will Ospreay im 40-Minuten-Match vor ein paar Monaten. Ja. Weil sie eben alle noch auf einem Niveau sind. Ich finde es echt so ein bisschen Perle vor die Säue geschmissen, dass du die ganzen Jungen hier jetzt untereinander wrestlen lässt. Es würde ihnen tatsächlich mehr weiterhelfen. Und da muss man einfach dann auch mittelfristig das ins Auge fassen, wenn die gegen Leute wrestlen, die im Standing über ihnen sind, die sie auch irgendwann besiegen müssen. Ja, Shooter hat jetzt ganz viele Matches gehabt gegen Ospreay, hat jedes einzelne verloren natürlich, aber er kommt immer näher an den Sieg ran. Das ist ja dann eine ähnliche Story wie bei Sanada und Okada, die ja im Titelgewinn von Sanada gegipfelt ist. Aber ich denke, vielleicht hat man da schon so ein bisschen Signalwirkung setzen müssen hier für diese Wrestle Kingdom Card und die jungen Wilden mit ein bisschen erfahreneren Gegnern ausstatten müssen. Ja, war wahrscheinlich jetzt alles ein bisschen zu kurzfristig, weil mit dem alten Präsident hätten die wahrscheinlich gar nicht auf der Card stattgefunden und eben Tanahashi wollte das Beste noch draus machen, dass halt dieses Wrestle Kingdom Luft ein bisschen schnuppern. Ist halt besser als Rumble, ne? Ist auch klar. aber ich glaube, das wird sich halt wirklich auch 2024 komplett ändern. Die werden alle gute Storylines bekommen, die werden auch gute Gegner bekommen. Ich denke, da wird auch plötzlich auch ein Naito oder ein Okada nicht zu schade sein, die dann overzubringen oder halt eben auch ähnlich wie ein Ospreay gute Matches zu zeigen. Und dann muss halt auch irgendwann dieser Breaking Point kommen, dass sie dann auch irgendwann mal einen großen Sieg einfahren und dann halt auch langsam Richtung irgendeinen Gürtel führen. Und dann so baut man halt dann seine Wrestler auf, ist ja klar. Zum Siegen, aber auch eben große Niederlagen eben. Und ich denke mal, wir reden, wenn wir mal einen Podcast machen sollten, wie es Wrestle Kingdom 19 dann nächstes Jahr, ich glaube, da reden wir. Ich denke jetzt mal positiv, wir reden sehr positiv über diese junge, neue Generation. Ich glaube, die werden auch alle ein wichtiges Match nächstes Jahr haben. Und dieses Jahr war halt leider nicht mehr drin. Klingt so ein Blut, aber ja. Ja, ist leider so. Aber wenn du schaust, eben ein Tsuchi hat ein hervorragendes Match gehabt gegen Will Ospreay. Ein Shota Umino hat ein hervorragendes Match gegen Will Ospreay. Das habe ich in meiner Match of the Year Liste ganz weit vorne mit bei. Ja, ich würde sogar sagen, vor Ospreay gegen Omega. Bitte? Weil einfach das Storytelling in dem Match besser war. Ja, ich habe es auch erwähnt, aber ich habe es nicht in meine Top 5 gewählt. Ospreay und Omega hatten super Action, hatten auch im Rahmen des Matches und beim Rematch dann im Rahmen der Zwei-Match-Story eine nette Geschichte erzählt, aber Shooter und Ospreay geht halt über mehrere Matches schon und das hat mir hervorragend gefallen vom Storytelling her. Und es ist ganz witzig, dass du jetzt gerade eben noch den Namen Okada erwähnst im Kontext mit, der hat ja bestimmt auch kein Problem, sich für Junge hinzulegen, ne? Wenn wir gleich im nächsten Match über Kaito Kiyomiya sprechen. Ja, der hat einen Vertrag bei New Japan. Der im Jahr 2023 bei jeder sich bietenden Gelegenheit von Okada zu einer Bitch gemacht worden ist. Jetzt war alles der alte Präsident. Oder Tanahashi passiert sowas nicht mehr. Ah, okay. Ja klar, Tanahashi legt sich auch für jeden hin. Ja, wir haben im nächsten Match Kaito Kiyomiya und Shota Umino gegen Evil und das neueste Mitglied im House of Torture, Achtung, Sold Out Ren Narita. Und Sold Out geschrieben wie der WCW Pay-Per-View. Ja, Oldschool Vibes. Ja. Dazu das alte Ringgear von Yuji Nagata aus WCW-Tagen. Ja, schwarze Buchse mit goldenen Streifen.
Das kann ja was werden. Also als Narita und Shooter in die Tag League gestartet sind, als Tag Team, hatte ich eigentlich ja die Hoffnung, dass die das Ding gewinnen. Zusammen. Ja, nachdem er jetzt ja diese ewig lange Match-Serie hatte, der beiden gegeneinander, dann auch die Best of Seven Tag Team Serie. Und am Schluss gibt es dann eben den Handshake und die beiden sind auf einer Seite. Dachte ich, ja, klar, dann gewinnen sie jetzt die Tag League, dann geht's in Tokyo Dome, dann gewinnen sie zusammen die Tag Team Titel von Goto und Yoshihashi. Und was ist das Ende vom Lied? Narita verrät Shooter, schließt sich dem House of Torture an, das ganze Internet explodiert und wir haben noch mehr House of Torture Mitglieder und Bullshit zu erwarten. Ich nehme mal den Tipp von Chris vorneweg. Chris schreibt, als ich das Bild zum Match gesehen habe, dachte ich zuerst, dass sie Narita in Evil Narita umbenannt haben. Ja, weil die Namen so schön untereinander stehen. Das wird der Stinker des Abends, Kotztüte des Jahres, Pisspause der Hölle und statt diesem Shit hätte es alles andere auf die Karte schaffen sollen. Ja, nur wegen House of Torture. Er tippt auf Evil und Narita. Ja, ich fange mal einfach an. Chris, wenn du das hier hörst, es hätte schlimmer kommen können. Du hättest auch das 12-Man-Tag-Team-Elimination-Match haben können, das ich 2 Tage vorher bei Noah sehen werde. Mit House of Torture. Ich weiß gar nicht, ich glaube in Vollbesetzung. Ich weiß gar nicht, ob irgendwer fehlt. Nee, sind alle Evil dabei. Alle dabei. Sind alle mit bei, ja. Inklusive Schwanz to go. Ja, ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob es mehr als 6 Mitglieder mittlerweile sind. Und auf der anderen Seite haben wir da auch Kaito, Shooter, Shuji Kondo, Kaitos kleinen Bruder, nenne ich es jetzt mal, Oiwa, und Daiki Inaba und Yuta Miyawaki. Da ich annehme, dass Kaito bei Noah gewinnt, und auch wenn es eigentlich sinnvoll wäre, dass Shota und Kaito bei Wrestle Kingdom gewinnen, ich aber das Gefühl habe, dass man die beiden nicht beide Male gewinnen lässt, muss ich mich leider Chris anschließen. Puh. Ja. Als ich jetzt die Karte aufgemacht habe von der Noah-Show, ist mir auch aufgefallen, Zack und Tanahashi haben da auch jeweils, sind da auch mit bei. Mhm. In einem Tag Team Match. Und ich da habe mir. Mit Ogawa, Zack und Ogawa, ne? Ja. Die alte Schüler-Lehrer-Verbindung. Ja, ich hoffe, dass Tanahashi 2 Matches innerhalb von so kurzer Zeit übersteht. Ach, geht schon. Ja, aber ich meine, gut sei. Jan, ich weiß nicht, was schlimm ist, dass du dich jetzt hier dem Chris anschließt oder dass deine Argumentation jetzt gerade so schlüssig klang, dass ich jetzt meinen Tipp ja auch noch ändern werde in Evil und Narita. Ja, ich habe auch zu viele Face-Siege auf der Karte, also Wir müssen den Stinker da reinpacken, ja. Alex. Ja. Neue WTR-Regel. Tippe niemals, niemals, niemals auf das House of Torture. Ich gehe natürlich mit Kaito und Shooter. Das Schlimme ist, bei der Tag League sind ja auch noch die Gates of Agony dem House of Torture beigetreten. Das ist ja das Ring of Honor AW Tag Team. Das heißt, das House of Torture schwappt langsam bei AW rein. Das ist ganz schlimm. Nee. Die sind ja direkt auch wieder ausgetreten. Die sind wieder ausgetreten? Ja, die sind eingetreten und am nächsten Turniertag hatten sie ein Match gegeneinander. Ach, stimmt. Das ist sogar bei Cage Match. Und dann sind die direkt auch direkt wieder ausgetreten und haben an sich dem Bullet Club den Krieg erklärt. Okay, kann man machen. Wäre ja auch Quatsch gewesen, 2 Stables gleichzeitig beizutreten. Die sind ja bei der Mogul Embassy drin, also das ist ja völlig ein kranker Scheiß gewesen. So, aber jetzt habe ich deinen Tipp nicht mitbekommen. Ich tippe die Faces, Shooter und Kaito natürlich. Ich bete, dass die Maus gewinnen. Ja.
Naomi tippt auch auf die Faces wegen dem Sexy Shooter Boy. Das muss natürlich heißen wegen des Sexy Shooter Boys, Chris. Ja, Genitiv. Aber lass uns mal kurz über die Personalie Kaito Kiyomiya sprechen. Das japanische Wrestling, da findet ja gerade so eine kleine Personalrotation statt. Ne? Also Nakajima hat ja Noah verlassen, ist zur Überraschung von allen, glaube ich, bei All Japan gelandet. Gut, dass er da mal vorbeiguckt, hat man so noch gedacht, naja, hey, ne, machen andere ja auch. Du hattest Nagata dann eine Weile als Triple Crown Champion. Ist okay, ne? Guckt halt mal vorbei, bevor er dann vielleicht in die USA geht, weil es ja hieß, dass er gerne in die USA möchte. Dann gewinnt er da den Titel und ab dem Zeitpunkt so, okay. Ja, und jetzt ist er ja immer noch da. Ja. Anscheinend jetzt fest. Das ist. Und es würde mich ehrlich gesagt nicht überraschen, wenn Kaito Kiyomiya jetzt im Jahr 2024 tatsächlich dann rüberspringt zu New Japan. Ich meine, man hat ihm jetzt einen Spot gegeben im G1, man hat ihm einen Spot gegeben in der Tag League und man gibt ihm jetzt einen Spot auf der größten Show des Jahres, während Leute, die das ganze Jahr da sind und sich den Arsch aufreißen, wie ein Henare oder ein Jeff Cobb zum Beispiel, nicht auf der Hauptcard landen. Das muss doch wohl einen Grund haben. Ja. Ja, ich das hoffe ist ja, weil, also wenn die den echt bekommen, dann bitte Rakete auf den Rücken anzünden und ab geht's. Also den sehe ich halt auch noch weiter über den Sushi. Also wenn die den echt bekommen 2024, dann muss der direkt an die Spitze. Und dann muss er auch Okada wegballern. Vor allem muss er dann auch endlich mal zeigen, dass er eben auch alleine gehen kann, ohne dass Muta ihm irgendwie A, unterstützt oder B, in die Speichen haut, je nachdem, wie man es sehen möchte. Das ist, glaube ich, eine Perspektivenfrage. Ja. Ich meine, hat er bei Noah schon durchaus, aber ja, also ich sehe ehrlich gesagt auch den Wechsel. Dafür hat, also es klingt jetzt auch fies, weil eigentlich hat es New Japan auch gemacht, aber in 23 hat halt Kaito irgendwie von allen Seiten ist er angekokelt worden. Jetzt, aber so gefühlt von Noah noch mehr, weil die gesagt haben, ja. Und jetzt überleg mal, ja, das war ja ein riesen Setup und Hype Anfang des Jahres 2023, als da dieses Tag-Match bei war auch die Wrestle Kingdom Card, ne? Die dritte Show. Ja, das Yokohama-Ding. Ja, das Yokohama-Ding. Ja, wo er und Okada auf einmal anfangen, sich zu prügeln. Legit. Und dort es alles komplett eskaliert ist und auf einmal denkst du, was ist denn da los? Es ist der heißeste Angle im japanischen Wrestling seit locker 5 Jahren gewesen und dann hast du nichts draus gemacht. Ja? Bei jeder Gelegenheit, die sie hatten, wo sie gegeneinander im Ring waren, hat ihn Okada weggewischt. Ja? Die eigene Liga hat ihn weggewischt, hat ihn zum G1 gehen lassen mit der Begründung, naja, wenn wir sehen würden, dass er ein großer Star ist, würde man ihn ja in unserem eigenen Turnier einsetzen. Ja, also der muss da raus. Und den nehme ich mit Kusshand, ganz ehrlich. Ja, ob er jemand ist, der sofort Rakete auf dem Rücken und an die Spitze, weiß ich nicht. Aber ich würde ihn zu jeder Zeit eher an die Spitze packen als Sanada. Ja. Ja. Um jetzt einfach mal hier die beiden Schützlinge von Great Muta ins Spiel zu bringen. Das ist ja, richtig. Auf jeden Fall. Eigentlich, ich habe ja auch irgendwo, wie gesagt, so Anfang letzten Jahres, im Zweifel, ich habe mit Basti zweimal über Noah geredet. Da war ich ja auch, ich war ja fest davon überzeugt, dass im Rahmen vom G1 Okada, Kaito nochmal aufgegriffen wird und man dann entweder da schon das große Match dann macht, weil ja, da war schon so ein bisschen absehbar, dass das mit Daniel Bryan vielleicht auch für Wrestle Kingdom, auch wenn mir zu dem Zeitpunkt damals noch Kaito gegen Okada in einem großen Singles-Match fast lieber gewesen wäre. Aber ja, da habe ich ja eigentlich schon 23 irgendwo mit spekuliert, dass da der Absprung so langsam von Kaito kommt für höhere Aufgaben.
Und ja, also ich sag mal so, wenn es 24 nicht passiert, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, er ist noch jung, der ist erst 27, der hat noch ein paar Jahre vor sich. Aber trotzdem ist der Zeitpunkt eigentlich ganz gut. Und wie sagt man, haben wir ja ein paar Mal schon anklingen lassen, bei New Japan ist der Platz da, sag ich mal. Ja klar, ich Hoffen wir meine. mal. Ich drück die Daumen. Ja, ich meine, da wird gerade ein Spot im Main Event frei, wenn Ospreay geht jetzt. Also eine Umstrukturierung muss stattfinden, kurzfristig, und eine Umstrukturierung muss stattfinden, mittel- und langfristig. Und wie du sagst, der ist 27. Weißt du, als wir angefangen haben, über New Japan zu reden, wir gesagt haben, hey, dieser Okada, der ist erst 25 Jahre alt. Der hat doch alle Zeit der Welt. Ja, genau sowas können wir jetzt eben über Kaito auch sagen. Und ich würde mir echt wünschen, dass er den Sprung macht und sich dann hier auch etablieren kann. Und da ist dann, glaube ich, die Vorzeichen sind jetzt mit Präsident Ace besser denn je, glaube ich. Also die Wild Prediction, nochmal hier die Glaskugel rausgeholt. Nächstes Jahr, also Wrestle Kingdom 19, das ist ja dann übernächstes Jahr zum Zeitpunkt der Aufnahme, wenn ihr das hier hört, das ist nächstes Jahr, die Chance, dass man da einen Yota Tsuji gegen Kaito um den IWGP-Titel kriegt, sehe ich gar nicht so gering. Zumindest, Ja. ne, wenn sich keiner verletzt und die Entwicklung stabil bleibt, ne, und nicht auf einmal bei irgendwem anders auf einmal das Talent so hart aufblüht, dass man sich so denkt, ach du Jemine, wo hat er das denn die ganze Zeit vergraben? Ja, oder eben das, was ich vorhin gemeint habe. Leute nehmen die über dir stehen, ja, und dann wäre es dann eben Kaito und Okada. Ja, Um klar, wenn ein Okada da ist noch. das Ding dann Ja, langfristig klar. zu beenden. Klar, auch möglich, das ist richtig. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass man diese Mini-Storyline, die man hatte, Okada gegen die junge Generation im Laufe des Jahres einfach so heimlich still und leise hat fallen lassen und dann Okada trägt jetzt den Six-Man-Title durch die Gegend draus gemacht hat und wertet den auf? Also mir ist es nicht aufgefallen, aber ich hätte jetzt auch nicht sagen können, wer die Six-Man-Tag-Team-Champions aktuell sind. Doch, das konnte ich mal merken. Okada, Tanahashi und Ishii. Ah, Ishii. Ja, stimmt. Das Dream Ja, Team. gut. Ja, der macht auch bei Noah mit diesmal. Das wird auch ein schönes Match gegen Masa Kitamiya. Das Ja. wird Fleischklopfen allererster Güte. Da Ja. wird sich Nicole freuen. Schön. Es wird gechoppt Ja. und Ja. geschrien und gegrunzt. Schweiß wird fliegen. So wird es unser Catch sein. Ja. Es ist wirklich auffällig, wie viele New Japan-Leute bei der Noah New Year's Show mit dabei sind. Da müssen sie das Ego wieder ein bisschen aufbauen. Nachdem sie sich wieder dreimal irgendwie zum Seifebücken für Tony Khan hinstellen mussten. Ja, aber das ist im Ja. Moment eh, also auffällig, wie die drei großen Ligen da im Moment so ein bisschen Austausch betreiben, sag ich mal, wieder ein bisschen mehr. Das ist schon auffällig, sag ich mal. Hoffen wir mal, dass das nicht wieder, ja, denn zu sehr einseitig alles verläuft. Weil es ist besser, wenn alle von profitieren, als wenn nur einer von oben runter pisst und im Endeffekt das dann für keinen was bringt. Das ist absolut richtig. So, jetzt haben wir vorhin gerade schon über das Fleischklopfen gesprochen. Das ist dann natürlich dann auch ein Stichwort für das Never Openweight Title Match, traditionell. Champion ist Shingo Takagi. Er verteidigt seinen Titel bei Wrestle Kingdom natürlich auch, und zwar gegen Tama Tonga. Ich denke mir so, warum ausgerechnet gegen Tama? Ich könnte dir spontan mindestens fünf Leute nennen aus dem Rambo, die ich da lieber sehen würde. Aber es ist jetzt halt Shingo gegen Tama geworden. Ich mache es kurz. Ich tippe auf Shingo. Chris tippt auf Shingo, weil kein Tama Tonga Champion mehr, bitte. Und Naimi tippt auf Shingo wegen Shingos männlicher Busen, der nämlich sehr beeindruckend ist. So, jetzt kommt ihr ins Spiel. Machen wir einen Clean Sweep für Shingo. Oder sieht irgendjemand Tama Tonga als Champion rausgehen? Ich hoffe einfach mal nicht. Deshalb Shingo, yay.
Ich würde da auch mit Shingo gehen, weil ich halt Tamatonga, ich habe auch auf gar keinen Bock auf Tamatonga. Ich finde den so langweilig, das ist nicht mehr feierlich. Das war einer der langweiligsten Charaktere im Duschpan-Roster. Das ist auch so ein Typ, ein Evil kannst du ja wenigstens hassen, weil du findest ihn einfach scheiße. Aber ein Tamatonga findest du nicht mal scheiße, aber er ist halt so langweilig. Ich komme mit dem nicht zurecht. Nee, ich hoffe auf Shingo. Er kommt ja als Babyface gut an. Das wundert mich, der ist ja so langweilig. Also die aber, stehen wir auf langweilige Typen. Aber mein Problem, was Tamatonga mir tatsächlich ein bisschen madig gemacht hat, war der G1. Und zwar ganz konkret, als Shingo gegen Evil gewrestelt hat und die Punktesituation ja die war, dass Tama und Shingo vorher einen Unentschieden hatten und punktgleich waren und Tamatonga mit einem Shingo-Sieg aber weitergekommen wäre. Und dann greift das ganze House of Torture in das Match ein und helfen Evil zum Sieg. Und Tamatonga kommt nicht raus und verschenkt seine G1-Chance und schaut einfach zu im Endeffekt. Und da denke ich so, du bist der dümmste Wrestler im Roster. Und der langweiligste. Also dumm und langweilig. Ah, schlechte Kombination. Bitter. Ja, insofern, ich möchte einfach, dass Shingo den Gürtel weiterträgt. Ich denke, Shingo ist auch einfach kompatibler als Never Openweight Champion. Gerade wenn man eben dann vielleicht tatsächlich mal diese Openweight-Regel etwas besser einsetzt und vielleicht auch wieder leichtere Wrestler gegen ihn antreten lässt. Ja, ich könnte mir da einen Desperado zum Beispiel ganz gut vorstellen. Insofern möchte ich da Tamatonga nicht unbedingt sehen in der Position. Außerdem ist ja bei Tamatonga auch immer die latente Diskussion im Hintergrund, wie lange ist er denn noch da? Aber ich glaube, die Diskussion können wir auch gleich ins nächste Match mitnehmen, weil die Tipps haben wir jetzt hier voll. Angeblich läuft nämlich auch der Vertrag von ELP jetzt dann aus. Der hier zusammen mit Hikuleo antritt als amtierende Strong Tag Team Champions gegen Bishamon, die amtierenden IWGP Tag Team Champions, die auch zum dritten Mal in Folge die Tag League gewonnen haben und die Titel werden hier vereinigt. So, ja. Entschuldigung, Jan. Nee, mir ist gerade aufgefallen, ich habe am Anfang gesagt, dass ich zwei Matches durch die AI habe tippen lassen. Mir ist gerade aufgefallen, das erste hatten wir schon, ohne dass ich es vorgelesen habe. Nur das Fazit. Also der Text war mindestens fünfmal so lang. Ich mach's und hole ich einfach mal nach. Es war übrigens für Tana gegen Zack Saber. Und da hat mir die KI geschrieben, mein Tipp für das Match ist, dass es ein sehr spannendes und umkämpftes Match wird, das beide Wrestler an ihre Grenzen bringen wird. Ich denke, dass Zack Saber Jr. einen leichten Vorteil hat, weil er jünger, schneller und innovativer ist. Er wird versuchen, Tanahashi mit seinen Submission-Moves zu zermürben und ihn zur Aufgabe zu bringen. Tana wird sich jedoch nicht so leicht geschlagen geben. Er wird seine Erfahrung, sein Herz und seinen Kampfgeist nutzen, um Saber Jr. zu widerstehen und ihn mit seinen explosiven Angriffen Schaden zuzufügen. Mhm. Ich glaube, dass das Match sehr knapp ausgehen wird, aber am Ende wird Zack Saber Jr. seinen Titel knapp verteidigen. Schön. Ich bin auf die explosiven Angriffe von Tanahashi gespannt. Ja. Ich kann schon mal sagen, für ein Main Event habe ich das auch noch. 80% der Worte sind die gleichen. Also bei den explosiven Angriffen habe ich jetzt gerade irgendwie so Matt Jackson mit dem Exploding Superkick vor Augen. Eieiei. So, aber Jan, jetzt möchte ich von dir hören, wie glücklich bist du über den Threepeat von Bishamon in der Tag League? Wesentlich glücklicher, als es in Manze gestern in Aufnahmen gewesen ist. Da haben wir vielleicht auch etwas ausführlicher drüber diskutiert, warum Manze das doof fand. Tipp ist ganz einfach, Bishamon. Bishamon. Weil ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt, dass ich meine, bei Phantasmo, das ist jetzt so wieder dieses typische, jo, bei dem läuft halt auch der Vertrag aus, wie bei 80% wahrscheinlich. Jetzt wird der halt mal namentlich durchgenommen. Ich sehe aber ganz ehrlich jetzt auch Phantasmo nicht unbedingt New Japan verlassen.
Und ich sehe aber halt auch nicht El Phantasmo und Tico Leo als Tag Team Champions. Auch wenn die halt schon das Finale der Tag League gegen die gegen Bischermann verloren haben. Ich weiß nicht, irgendwie. Also, ne, die Wrestling-Logik sagt, Bischermann verlieren, weil sie das andere, das Match davor gewonnen haben. Aber ich will halt irgendwie auch Rico Leo und El Phantasmo nicht als die Tag Team Champions, die vereinten Tag Team Champions so richtig haben. Deshalb, hey, Goto. Year of Goto incoming. Ja, klar. Ja. Ne? Ich meine, hey, ne, 23, ne? Dritte Mal in Folge die Technik gewonnen. Das erste Mal, dass die amtierenden Champions die Technik gewonnen haben. Ich meine, das ist, ne, das kann dann Goto jetzt auch niemand mehr nehmen. Der hält jetzt übrigens auch den Rekord, so als kleinen Fun-Fact, für das kürzeste G1-Match in der Geschichte und das längste Tag-League-Match in der Geschichte. Das kann man ihm auch vorerst mal nicht mehr nehmen. Ja. Ich schließe mich da komplett an. Ich sehe auch Titelverteidigung von Bishamon. Ich möchte das auch so, weil ich der Meinung bin, dass Bishamon einfach das Tag-Team der letzten 3 Jahre ist. Das von einem starken Team entthront werden sollte. Und EAP und Hikuleo ist nicht das Team, was ich da sehe. Ja, ich hätte im Vorfeld der Tag League nicht mit auf Bishamon getippt. Ja, ich habe das Ganze irgendwo zwischen Wardogs und TMDK hinauslaufen sehen. Habe überhaupt kein Problem damit, wenn man eben dann hergeht und sagt, wir haben jetzt hier das Team der Stunde mit Bishamon, die sind eingespielt, die sind etabliert, die können einen Titel perfekt tragen, den kannst du diesen Turniersieg geben. 2-3 Mal. Und dass Goto irgendwie so Mr. Tag League mittlerweile ist. Ja, da hat das Ding ja auch 2 Mal mit Shibata gewonnen. Kann man machen. Ja, tippe ich hier auch auf Bishamon. Ach ja. Naomi tippt auch auf Bishamon, weil sie ältere Herren liebt. Deswegen auch Chris. Das sind immer sehr interessante Begründungen. Ja, also zum einen muss ich sagen, die Gorillas of Destiny, dieses Hikuleo El Phantasmo Ding, ich finde es ja ein ganz merkwürdiges Tag-Team, also ich möchte es nicht mal sehen. Aber jetzt sind wir halt beim Wrestling, jetzt hast du halt gerade das Finale gesehen und da hat Bishamon die beiden halt besiegt. Jetzt bringst du das Match für Wrestle Kingdom nochmal. Es ist halt schon extrem langweilig, wenn Bishamon schon wieder gewinnt gegen die. Ich glaube, wir sehen hier die Überraschung des Abends. Oder zumindest eine der Überraschungen des Abends. Und ich tippe hier tatsächlich einfach mal auf G.O.D. Auch wenn ich es gar nicht sehen will. Ich möchte auch lieber Bishamon sehen. Aber ich glaube, hier könnte es vielleicht so ein bisschen eine Überraschung geben. Also hätten die nicht das Finale bestritten, hätte ich jetzt auch auf Bishamon getippt. Aber da das ja das Finale war und man gibt ihnen jetzt noch ein Match, dann muss ja eigentlich G.O.D. irgendwo gewinnen. Auch wenn die auf Papier auch das deutlich schwächere Team ist. Und Bishamon klar eingespielt und hier das Top-Tag-Team der Liga. Aber ja, irgendwann muss es halt mal ein Generationswechsel sein. Und das Problem ist halt auch, ich habe ja im G1 auch gesehen, dass man von Hikuleo sehr viel hält scheinbar. Deswegen durfte er auch eine Runde weiterkommen in der Todesgruppe. Und El Phantasmo sah ja auch nicht so schlecht aus. Und ich glaube, man gibt leider Gottes jetzt den beiden irgendwas mal in die Hand. Und das sind jetzt wohl halt diese Tag-Team-Gürtel, /Strong-Tag-Team-Gürtel. Und naja, ich hoffe auf einen kurzen Run dann, aber ich tippe hier echt auf G.O.D. Ja, Chris tippt auch auf Bishamon, weil er G.O.D. nicht als Champ sehen möchte. Und außerdem setzt New Japan bei Wrestle Kingdom ja bekanntermaßen auf etablierte Kräfte. Nächstes Match auf der Card. Um den Junior-Titel treten an Hiromu Takahashi als Champion, der sich als seinen Herausforderer El Desperado herausgesucht hat. Ist auch immer schön, weißt du, wenn's als Champion dir deine Gegner selber raussuchst. Wenn da schon gar keiner mehr im Lockerroom ist, der irgendwie noch Bock hat anzutreten, wenn du als Champion dir selber deine Gegner suchen musst. Und es noch immer wieder der gleiche ist. Ja, aber ich glaube jetzt tatsächlich zum ersten Mal vor Publikum, was nicht nur klatschen darf.
weil das Finale in der Tag League 2020, was ja dieses fantastische Match war, wo er Despy sich selber die Maske zerrissen hat und Blut überströmt dann eben mit Hiromu das Ding ausgemacht hat, was ja eins der Matches des Jahres dann noch geworden ist auf dem letzten Meter, das war schon Clap Crowd. Und alles, was dann an Fehde zwischen den beiden kam, war auch noch Clap Crowd. Und ich glaube, die haben jetzt zum ersten Mal tatsächlich Cheering Crowd Situation. Na gut. Ich drängel mich einfach vor und sage jetzt einfach mal Titelwechsel El Desperado. Obwohl es erst die 8. Verteidigung ist. Und ich habe hier Orange Cassidy Vibes. Und Hiromu, was macht er? 13, glaube ich, bräuchte, um den Rekord zu knacken. Nein, das wird wohl nichts werden. Nee, also bei Wrestle Kingdom wechseln ja gern Gürtel, also das wäre jetzt auch nichts Neues, also und ja, wir müssen jetzt nicht mal irgendwelche Rekorde knacken. Nee, Despy darf mal wieder ran. Und was macht er dann mit dem Gürtel? Gegen wen? Da kommt dann die neue Generation an Wrestlern, die jetzt noch nicht bekannt ist, aber die wird Präsident Tanahashi dann im Dash präsentieren. Ah, okay. Wobei der interessanteste Gegner wäre dann unmittelbar Master Wato, mit dem er in der Junior Tag League gestartet ist als Tag Team. Ja. Und Wato hat ja angekündigt, dass er ihn begleiten wird bei Wrestle Kingdom. Oh, okay. Hm. Aber ich sehe gerade hier, Romo hat das Ding am 4.1. gewonnen in dem Jahr. Der trägt das Ding seit einem Jahr. Mhm. Ach du Scheiße. Und hat ihn ja halt auch außerhalb von New Japan verteidigt. Also so ist es ja nicht. Weil er ja unbedingt, wie gesagt, das Aushängeschild für Junior Wrestling sein will. Ist zwischenzeitlich dann auch kurzzeitig Heavy Metal Champion gewesen. Habt ihr das mitbekommen? Nee. Ja. Ja, war da kurzzeitig Hiromu Two Belts? Das war auch ein komplett absurdes Match. Was er da bei DDT bei. War nicht Peter Pan, war glaube ich die andere große 5-Stunden-Show. Wer das nicht gesehen hat und komplett abgedreht ist, soll ich gucken möchte, macht das. Ja, auf jeden Fall war er kurzzeitig eben. Dieser Iron Man Heavyweight Champion und hat sich dann noch beklagt, wie stressig das ist, wenn du diesen Titel hast. DDT Ultimate Party 2023 ja. Gegen Katsuhiko Hirata. So. Ja, ein mehrrundiges Match, jede Runde mit einer anderen Stipulation, also dümmer und bekloppter als die andere. DDT halt, ne? Ja. Aber ohne jetzt zu cheaten, wisst ihr auch, an wen er den Titel verloren hat? Auch an Hirata. Nee, es ist DDT. Noch bekloppter. An sich selbst. Nein, an den IWGP Junior Title. Jetzt kapiere ich das, wie das gemeint ist, wie bei Cage-Match. Ich dachte, das wäre ein Fehler. Ja, der eine Gürtel lag auf dem anderen drauf. Ich habe da Bilder gesehen, ja, jetzt, wo du sagst, ja. Und als ich jetzt dann vor ein paar Tagen mal kurz online ging und gesehen habe, dass der aktuelle Champion der Weihnachtsbaum ist, alles klar. Holy Moses. Ja. Ich sehe gerade, Hiromu hat den Iron Man Heavyweight Titel sogar dreimal gewonnen dieses Jahr. Ja. Ging ein bisschen hin und her, möchte man sagen. Ja, wie gesagt, verloren an seinen eigenen Gürtel, verloren an ein gelbes iPhone 14. Ah, sehr schön. Auf jeden Fall, jetzt hat er nur noch einen Gürtel, der stresst ihn dann, glaube ich, nicht so, aber wie gesagt, den möchte er unbedingt aufwerten. Und noch prominenter präsentieren. Ich persönlich denke, er wird den Titel verteidigen. Und er wird ihn auch noch eine ganze Weile verteidigen, weil
er ja immer noch davon träumt, zur Anniversary Show das Junior gegen Heavyweight Match zu haben zwischen ihm und Naito. Was er bei Corona nicht bekommen haben. Und deswegen muss er hier nochmal verteidigen. Ich sehe nicht, dass er den Gürtel hier verliert und dann nochmal zurückgewinnt vor März oder sowas. Und ja, dann lass ihn halt diesen Rekord auch von mir jetzt auch noch knacken. Und dann bauen wir bitte irgendjemand Frisches auf, der ihm den Gürtel dann abnimmt. Fujita vielleicht oder sowas. Ja. Naomi tippt ebenfalls auf Hiromu wegen der Kostüme beim Entrance. Und Chris auf Hiromu, weil es ein weiterer Dingsdrums für seinen Rekord ist und er liebt Despi. Ein Polyamorer Chris ist das sozusagen. So, Jan, du fehlst mir noch. Ja, es ist eigentlich relativ einfach, wenn man sich die Geschichte anguckt. Dann kann man nur auf Hiromu Takahashi tippen. Denn das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, dass die Desperado und Hiromu bei Wrestle Kingdom im Junior Heavyweight Titelmatch stehen. 22 hat Desperado gewonnen und hat da den Titel verteidigt gegen Hiromu. Letztes Jahr war es dann der Four-Way, bei dem Hiromu von Taichi den Titel gewonnen hat. Wato war ja auch noch mit drin. Jetzt holt sich Hiromu sozusagen den Single-Sieg bei Wrestle Kingdom zurück. Und dann kannst du irgendwann in diesem Jahr nochmal sozusagen das entscheidende Singles-Match machen. Der Verlierer muss die Gewichtsdivision wechseln. Ja, also das Ding ist jetzt schon wieder fast, diese Story klingt mir schon fast wieder zu logisch hergeleitet. Da ich schon wieder irgendwo sehe, irgendwo ist da schon wieder der Haken drin. Aber ja, wie gesagt, es ist ja nicht nur das, sondern auch andere, die Sachen, die ihr genannt habt, weshalb es durchaus Sinn macht, dass Hiromu hier nochmal verteidigt. Auch wenn ich es Desperado durchaus gönnen würde. Der ja ähnlich wie Hiromu auch ganz viel außerhalb von New Japan letztes Jahr gewrestelt hat. Ja, jetzt dann auch hier das ganze Deathmatch-Wrestling für sich entdeckt hat. Spaßiger Typ, sag ich mal. Und der letztes Jahr ja zu Beginn des Jahres mit Suzuki und Narita ja Strong Style gegründet hat und jetzt auf einmal ist dieses Stable von jetzt auf gleich heimlich schön leise eingeschlafen. Und man macht halt bisher nichts zwischen Despi und Narita wegen des Verrats. Also das wäre dann vielleicht meine Hoffnung, dass da vielleicht noch was passiert. Aber Narita muss jetzt erst noch mit Shooter fäden. Das heißt, wir sind hier im Ziehen-Sie-eine-Nummer-Modus. Alle wollen Narita aufs Maul hauen. Ja. Und Suzuki hat sich, denkt sich, ach, All Japan, da ist doch auch schön. Oh. Da hat er jetzt auch mindestens, ich glaube, bei den nächsten beiden großen Shows jeweils ein Tag Team Match. Einmal mit seinem, ich weiß, ich glaube, die sind nicht verwandt, aber es passt halt so schön. Da ist nämlich auch Hideki Suzuki mit bei. Da machen die, glaube ich, sogar ein Team auf. Ja, das ist. Das könnte man dann Suzuki Suzuki gut nennen. Ja, der V-Boy Smith ist auch da. Juhu. Da haben sie schon mal einen Teil zusammen. Ja. Elton ist ja jetzt auch wieder frei. Dann können sie wieder Oldschool Suzuki gut machen. Ja, klar. Vielleicht können wir auch Lance Archer wieder befreien. Ja, wer weiß, vielleicht läuft der Vertrag aus demnächst. Der war ja auch relativ früh, glaube ich, mit bei. Ich habe gerade eben nebenbei mal gesehen auf Twitter, halt vor einer Stunde oder so, Sean Spears bekannt gegeben, dass er die Liga verlässt. Also, ich sag mal, die alten Leute, die kaum eingesetzt werden, verlassen das Schiff. Vielleicht hat ja Archer auch die Chance. Ja, ich meine, Archer war jetzt auch Teil der Tag League und es ist halt wirklich so unfassbar auffallend, wie sehr sich Lance Archer in Japan von Lance Archer bei AEW unterscheidet. Ja, vom ganzen Auftreten, von der Darstellung her, das ist wie Tag und Nacht.
Ja, der Mann ist eigentlich geboren für japanisches Wrestling. Das ist richtig, oder? Er geht wieder zu seinen Wurzeln zu TNA zurück. Naja. Weiß aber nicht, ob er noch Gitarre spielen kann oder ob er das verlernt hat. Müssen wir mal gucken. Ja. Abwarten und Tee trinken. Was macht eigentlich Christy Hemme? Das war die Managerin, ne? Ja, ich glaube, die Rock war zuletzt Infection. Noch im Backstage-Bereich bei TNA Impact, aber kann ich dir jetzt auch nicht hundertprozentig sagen. Aber mit Jimmy Rave haut es ja nicht mehr hin. Ja, schwierig. Ja. Schwierig. Oh, ich will jetzt gerade einen schlechten Witz machen, aber den mache ich mal nicht. Ja. Pietätlos. Ja, machen wir lieber das nächste Match. Das ist eine Pietätlosigkeit. auf Wrestling-Standard rübergebrochen. Es geht um den neu kreierten Global Title, der Nachfolger ist vom US-UK Title, nachdem beide Gürtel von David Finlay physisch zerstört wurden. Ja, dieser schöne neue UK Title, den Will Ospreay extra hat anfertigen lassen. Und jetzt gibt es ein Match um diesen neuen Title, eine Global Title, ja, TNA lässt grüßen, zwischen Will Ospreay, zwischen John Moxley und zwischen David Finlay, um den initialen Global Champion zu küren. Und das ist ein Match, wo ich mir denke, was soll ich jetzt da bitte machen als Fan? Soll ich den Typen anfeuern, der bei AEW unter Vertrag steht und seit 5 Jahren für New Japan kein Match mehr verloren hat? Und der den Titel dann einfach, den frisch eingeführten Titel einfach mitnehmen wird? Soll ich den Typen anfeuern, der demnächst bei AEW unter Vertrag steht und nur noch Teilzeit-Wrestler ist für New Japan? Oder soll ich den Heel anfeuern, den ich nicht anfeuern darf? Das ist doch kacke. Ja. So, jetzt bin ich gespannt, wie ihr das für euch löst, Jan. Ja, ne? Relativ einfach. Ja. Wenn da das Wörtchen wendig wäre. Ja. Also Ospreay ist für mich erstmal außen vor. Das Ding ist, eigentlich Moxley auch. Ja gut, Alex guckt ja eh kein Dynamite so unbedingt mehr, deshalb ist es wahrscheinlich egal, vielleicht weiß das eh schon. Das Ding ist halt, Moxley ist im Moment auch so der, wenn ich das so immer mal auch so mitlese, so der Mann so, oh lol, Moxley wins. Und das ist so meine leichte Befürchtung. Ich hoffe aber, dass New Japan intelligent genug ist und sich dran erinnert, wie es das letzte Mal war, als John Moxley einen New Japan-Gürtel hatte und man dann Schwierigkeiten hatte, den Gürtel von ihm wieder wegzubekommen. Weil das zeitlich immer nicht gepasst hat. Ja, so wie man es halt immer gemacht hat bei ihm. Aberkannt. Ja. Und das Ding ist ja, die Chancen sind 50-50. Also rein theoretisch, dass Moxley mit 3 Gürteln bei Wrestle Kingdom auftaucht, um den 4. zu gewinnen. Oder halt gerade erst ein großes Match verloren hat. Also ich tippe auf Finlay, weil für mich das Einzige ist, was für New Japan Sinn macht. Aber mein Kopf hat sich schon darauf eingestellt, dass Moxley das Ding gewinnt, weil Baum. Weil Moxley lol wins. Aber mein Tipp ist David Finlay. Alles andere fände ich von New Japans Seite ehrlich gesagt komisch. Außer man will den Titel eh schon so direkt mit der Einführung so halb so, ja komm, wenn wir den nur 3-mal im Jahr verteidigt kriegen, in Japan ist auch nicht so schlimm. Wenn sie mit dem Mindset rangehen, ja, dann ist es egal, dann können sie auch würfeln. Ansonsten muss das Finlay machen, den du damit auch direkt ein bisschen aufbauen würdest weiter. Und vielleicht der dann weniger auf seinen Dad hört.
der jedes Mal, hat er jetzt die Tage auch in einem Interview, dass er eigentlich so mit Leuten so also WWE-mäßig mit keinen Kontakt hat, aber sein Dad jedes Mal, wenn die irgendwo zusammen sind, sein Dad ihm so, hey, wie wär's, möchtest du nicht mit mir zusammenarbeiten? Ich kenne da so einen Ort, das kriegen wir hin. Da sollte vielleicht New Japan auch drauf so ein bisschen drauf gucken, dass da dem Jungen nicht die Flausen ins Ohr gesetzt werden. Da hilft so ein Titel bestimmt. So als Zeichen der Wertschätzung. Ja, ich weiß, ich habe viel Hoffnung in Sachen, wo ich eigentlich keine Hoffnung reinpacken sollte. Aber ja, das ist die beste Herleitung, die ich hinkriege. David Finlay, weil hoffentlich. David Finlay, weil hoffentlich. Das ist eine schöne Begründung. Naomi tippt auf David Finlay, weil so halt. Alex. Ja, dieses Moxley-Vince-LOL-Ding ist halt auch so, das zieht sich halt seit er bei AEW unterschrieben hat und deswegen kotzt der Typ mich auch so dermaßen an. Dieses Gepusche von Moxley andauernd. Der ist verletzt, kommt wieder, gewinnt erstmal Gürtel, gewinnt das, haut den um. Das kotzt mir auch so an. Ich kann Moxley nicht mehr sehen. Geht das so auf den Sack. Deswegen hoffe ich, dass es Moxley nicht wird. Es ist ja ein New Japan-Gürtel. Stellt euch ein IWGP davor. Und wenn man es wirklich im Jahr 2024 wirklich nicht mehr so viel mit AEW machen will, sollte der Gürtel vielleicht auch in Japan bleiben. Und da gibt's halt nur einen, der noch bei New Japan unter Vertrag steht, offiziell, und das ist halt David Finlay. Weil Osprey sehe ich tatsächlich hier gar nicht. Ich glaube, mit dem wird man eher was bei AEW machen, was Größeres in Sachen großer Gürtel. Moxley ist halt, ja, schon wie gesagt, ist halt immer so ein Kandidat, den mag man halt auch in Japan sehr, der ist halt auch schon bekannt und er ist halt nicht auszuschließen, aber ich hoffe wirklich inständig, dass David Finlay das Ding gewinnt. Und wenn nicht, wird es Osprey, aber bitte nicht Jon Moxley. Denn der bei, ich gucke ja ab Januar wieder regelmäßiger AEW und ich habe keinen Bock, dass der Kerl mit diesem Gürtel da rumläuft. Ich will es nicht sehen. Und ich will auch nicht sehen, dass dann Jon Moxley gegen Will Ospreay um den IWGP-Titel bei AEW antritt. Also der Gürtel muss in Japan bleiben, deswegen tippe ich jetzt auf Finlay. Übrigens, 11. August 2019 war die letzte Singles-Match-Niederlage von Jon Moxley in einem New Japan-Ring. Gegen Juice Robinson. Im G1. Natürlich gegen Juice Robinson. Ja, und seitdem hat er jedes Match, was er für New Japan bestritten hat, jedes Singles-Match gewonnen. Oder das aktuellste, zumindest ein Double-Countout gegen Great O'Khan. Ja. Oh. Also, ich muss ja sagen, ich fände es ja, das Ding ist, es wird Gott sei Dank nicht passieren. Da stehen eigentlich alle Anzeichen dagegen. Aber allein die Vorstellung, dass Moxley am 4. Januar der Global Continental Vierer Crown Champion sein könnte. Dann sagt man, dann kommt Tony gerade raus und sagt, ey, wisst ihr was? Lass uns doch die Viere zusammenlegen, dann muss ich der Continental Champion. Mega. Und Tanahashi kommt, ey, wir haben da so einen Gürtel, da steht das schon drauf, wollen wir den nicht nehmen? Sie hatten ja tatsächlich kurz überlegt, ob sie den Intercontinental Title zurückbringen. Aber haben dann beschlossen, nö, wir machen lieber ein neues Design, eine neue Lineage, weil die vom IC-Title, die ist ja so mit der Vergangenheit verwurzelt. Man möchte einfach was Neues jetzt auf die Beine stellen. Ja. Und ich meine, Global Heavyweight Champion. Global halt Champion, cool. World Champion, das merken die nie. Ja, ne? Global Heavyweight Champion, GHC. Das ist eine Abkürzung, die gibt's auch sonst nicht. Nee. Aber weißt du, das ist eine Diskussion, die habe ich vor zig Jahren schon bei TNA geführt, als sie den Global Title eingeführt haben. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Global Champion und einem World Champion? Ja, global bedeutet, dass es weltweit ist. Ja. Ja.
Die Begründung ist jetzt die gewesen, ich denke, da kann man es an der Stelle am besten einbringen. New Japan möchte einfach noch weiter tatsächlich expandieren, hat zumindest noch Präsident Obari gesagt. Ja, man hat weiterhin die USA im Blick, man möchte aber auch Richtung Europa und Australien weiter sich ausbreiten. Ich meine, Australien, auch, klar, ist ja Farley Dojo dann wieder ganz vorne mit dabei. Europa wäre natürlich spannend. Ja, da hast du natürlich mit Royal Quest und England ein Standbein ja mittlerweile und eine Marke etabliert. Aber Europa endet ja nicht auf der Insel. Nee. Wenn wir dann Richtung Kontinentaleuropa gucken, und das hatte ich mit Nicole auch schon diskutiert, wäre Deutschland, glaube ich, gar nicht mal so ein verkehrter Standort, um dort einzusteigen. Einfach weil die Infrastruktur vorhanden ist. Ja, muss man halt. Aber wenn das immer noch der Plan ist, dann müssen sie da halt auch ein bisschen Kette geben, wie man so schön sagt. Weil da gibt es noch andere Kandidaten, die auch da ihre Pläne jetzt so bald so langsam mal umsetzen wollen. Nachdem sie ein bisschen gestockt haben auf Kunden. Und ich sag mal so, mehrere neue Player, dafür ist der Markt dann nicht groß genug. Mhm. Aber das nur so nebenbei. Mein Tipp ist jetzt dann quasi hier der Perverse an der Stelle. Ich tippe nämlich auf Will Ospreay. Warum tippe ich auf Will Ospreay? Wir müssen einen neuen Titel etablieren. Der erste Champion ist da ganz wesentlicher Faktor und die erste Titelverteidigung dann auch. Ospreay hat angekündigt, wenn er den Titel verteidigt, will er bei Battle in the Valley gegen Okada verteidigen. Mm. Dann trägt er den Gürtel halt zwei Wochen durch die Gegend und gibt ihn dann an Okada ab. Und dann kann Okada halt nicht World Champion, sondern Global Champion spielen. Aber so kriegst du den Titel over. Overer, als wenn du ihm irgend so einen schlecht dargestellten Heel gibst. Und definitiv overer, als wenn du den John Moxley gibst, der ihn einfach als weitere Blutunterlage verwendet. Und Okada mag ja neue Titel. Ja, das klar. Wissen wir ja. Ja, hat er auch super funktioniert mit seinem neuen. Genau. Katsuchika Okada Pro Wrestling Title. Ja. Also damals auch gesagt haben, ja, da können wir Cage-Matches machen. Und was bekommen wir? Ladder-Matches um Schnaps. Wobei, das müssen wir auch mal kurz erwähnen, das letzte KOPW-Match, Taichi gegen Kanemaru. Ladder-Match mit einer Whiskyflasche oben, die nur von dem eingesetzt werden darf, der sie auch abhängt. Ja, das war dann Kanemaru. Und es sind dann diverse Whiskyflaschen in einen großen Eimer entleert worden und dieser große Eimer kam am Schluss zum Einsatz und die mussten vor Main Event die Ringmatte tauschen. Also, weißt du, Moxley darf alles vollbluten, Ringmatte bleibt drauf, bisschen Schnaps kommt ins Spiel, Ringmatte wird getauscht. Ja, das brennt ja auch sonst. So der Alkohol und so, ne? Das ist ja, das tut ja dann weh. Ja. Das wollen wir natürlich nicht, dass sie Wrestling sich leben. Also, ich muss aber sagen, mit Ospreay könnte ich an der Stelle auch leben. Ich bin zwar kein Ospreay-Fan, aber bei dem hätte ich jetzt, ne, wieder aus New Japan-Sicht, bei ihm hätte ich halt keine Bauchschmerzen, dass du den Titel von ihm wieder runterkriegst. Wobei ich es mir eigentlich wünschen würde, dass Ospreay dann auf seinem Weg nach draußen gegen Leute verliert, die eben unter ihm sind in der Hackordnung. Ja, also dann wäre es dann eher sinnig, dass er den Titel an den Shooter oder sowas verliert, um dem weiterzuhelfen. Aber wenn du jetzt eben sagst, du möchtest diesen Titel aufbauen, dann wäre die erste Lineage Ospreay Okada gar nicht mal so doof. Nee. Ja, wie gesagt. Ja, ich meine. Alles außer Moxley. Ich erinnere mich dann noch an die Einführung vom Never Openweight Title, ja, der Titel für die jüngere Generation, erster Champion Masato Tanaka. Ja, ging direkt in die Hose. Hat Jahre gedauert, bis dieser Never Title etabliert war. Ja, Chris tippt auf Moxley, weil Moxley als Sieger absolut am wenigsten Sinn ergibt. Weil Ospreay will ja Okada, wenn er Champ wird. Finlay könnte einen großen Sieg und einen Titel brauchen als Leader. Moxley blutet halt.
Und deshalb gewinnt er und zeigt den Titel Tony. Und dann macht Tony eine Viererkrone. Da ist erstmal ein Böller hier draußen explodiert. War ein Zeichen. Ja. Ja. Ich hoffe, kein schlechtes. Wer zu früh böllert, kommt auch sonst zu früh. Korrekt. Da haben wir ja einige Frühspritzer. Hashtag Frühspritzer. Ja. Ihr könnt gerne, ihr könnt gerne unten drunter kommentieren, wenn euch angesprochen fühlt. Sagen wir es mal so, ich habe heute ein paar Mal aufs Datum geguckt, ob nicht schon der 31. ist. Oh Mann. Ja, zwei haben wir noch. Co-Main Event, Rematch von der verbotenen Tür. Katsuchika Okada gegen Bryan Danielson, der angekündigt hat, dass er Okada den Arm brechen wird, weil er ist nämlich mit einem kaputten Arm und mit einem kaputten Auge immer noch besser als über 90% des Rosters. Und was ist Okada ohne Arm? Ich würde mal sagen, halber Money Clip an der Stelle. Das ist jetzt hier halt das Match für den westlichen Markt, weißt du, wo dann die ganzen AEW-Fanboys und die Gelegenheitszuschauer dann halt hier die Show kaufen werden. Ich bin gespannt, was Danielson im Tokyo Dome bringen können wird. Aber ich glaube, allein der Entrance wird schon sehr cool. Wenn er wieder mit Final Countdown rauskommen darf, wird ein Gänsehautmoment sein, ganz klar. Ist ein Big Match, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und im Endeffekt, wenn du nach diesem Match abschaltest, hattest du ein super Main Event. Das Thema hat man irgendwie auch bei Omega gegen Osprey letztes Jahr, oder? Ja, schon. Ich tippe auf Katsuchika Okada, holt sich seinen Sieg zurück. Ja, deswegen gibt es dieses Match auch, damit Okada halt nochmal seinen Sieg zurückholt. Das kann ja nicht sein, dass er gegen so einen Danielson mit einem kaputten Arm verliert. Das geht ja gar nicht. Der braucht seinen Sieg natürlich. Und man lässt sich dann offen für Match 3, was dann wahrscheinlich bei, keine Ahnung, Forbidden Door kommt. Vielleicht noch eine Wembley-Show, weiß man nicht, was alles noch so kommt im Jahr, aber da wird es auch noch ein drittes Match geben, aber Tokyo Dome ist Okada-Land. Ja, vor allen Dingen, falls Okada AEW-bound ist, dann kann man es jede Woche bei Dynamite bringen, in diversen Tag-Team-Matches, ja, wie Blackpool Combat Club gegen Okada und Hook, gegen Okada und Danhausen. Oh, das wird der Basti freuen. Okada gegen Danhausen. Okada gegen Danhausen, genau. Solche Matches bekommen wir dann. Ja. Hat er schon so gut geklappt bei TNA damals mit dem Weekly Product mit Okada. Aber da war noch Fotograf, hab ich mir sagen lassen, oder? War nicht Fotograf bei TNA? Oder war das was anderes? Auch, ja. Er war ja Zeit lang Okato. Aber er hat ja auch davor so ein Random Entrance gehabt. Ganz klassisch, ne? Ich meine, er ist Japaner, also bekommt er so eine Japaner Klischee-Entrance-Musik und muss natürlich das Sumo-Stampfen machen. Kann man machen. Ja. Man könnte ihn aber auch einfach wie ein Superstar präsentieren und Geld regnen lassen. Das wäre die klügere Lösung gewesen für TNA. Ja. Aber man kann es ja jetzt nachholen, er taucht ja demnächst auf bei TNA. Also dann wird er da das Geld regnen gelassen. Wobei meine Hoffnung ist die, dass er jetzt nach der letzten Titelverteidigung des Six-Man-Titles gesagt hat, er will diese Titel auch das ganze Jahr 2024 weitertragen und verteidigen und wertig machen. Wenn er jetzt zeitnah gehen würde, hätte ich jetzt eigentlich die Titel zum United Empire wechseln lassen. Ich glaube, die wechseln beim Dash. Gucken wir mal. Für den Dash gibt es noch keine Card. Wie jedes Jahr. Alex, was tippst du denn? Ja, wie gesagt, ich tippe auf Okada, weil muss er seinen Sieg zurückholen. Okada wins LOL. Jan, Okada wins LOL. Ja, alles andere macht keinen Sinn. Ich bin ja vor allem froh, dass
es Brian geschafft hat durch das Turnier bei AEW, ohne zumindest wissen wir, stand jetzt noch nicht, dass er sich da wieder irgendwas noch mehr eingefangen hat und noch mehr kaputt gegangen ist. Da hatte ich also ein bisschen Befürchtung, dass das vielleicht zu viel wird. Und ist ehrlich gesagt auch mehr oder weniger das eine Match auf der Card, was mich so richtig interessiert. Also wo ich auf die Card geguckt hatte, als denn auch die Tag League durch war und man wusste, welche Teams denn da so... War das so, dass so, ja, Sek und Tana ist okay, aber ja, da waren das auch, war denn jetzt nur Kader so das, wo ich sage, ja, das, aber wenn ich den Rest jetzt nicht sehen würde, wäre ich jetzt wahrscheinlich weniger traurig als in anderen Jahren. Meint es wird nur Kader Submission Sieg dann? Nein. Ich gibt es irgendeinen Submission-Move, bei dem er das Auge von Danielson... Na klar, warte mal, der Money Clip ist so langweilig und Danielson hat nur ein Auge, das hat jetzt nur eins zu fallen. Ah. Team Sledgehead. Ja, aber das können sie im Match. Also ich bin halt echt mal gespannt. Ich meine, das letzte Match war halt schon echt stark und da war Danielson echt verletzt. Wenn der jetzt echt fit bleibt in dem Match, das könnte halt echt ein Match auf die Liga-Kandidat dann werden. Also, dass die beiden gut miteinander können, hat man ja schon gesehen. Also, und dann noch Tokyo Dome. Ah, ich glaube, da wird Danielson noch mal versuchen, ein paar Stufen draufzulegen. Das könnte schon ziemlich geil werden. Ich glaube, das wird so mein Match of the Year mindestens Kandidat werden. Das hoffen wir, glaube ich, alle. Das hoffen wir, glaube ich, alle an der Stelle. Und dann zum Runterkommen dann schöne Main Event, nochmal gucken. Genau. Naimi tippt auf Okada, weil Naimi liebt Okada, er ist der Märchenprinz. Und Chris sagt, Okada müsste gewinnen, das erste Match hat er verloren, wir sind in Japan, aber wir bücken uns mit Freude für Toni und bringen das Gleitgel mit. Und aus dem Grund, und weil es so schön bescheuert wäre, Danielson gewinnt. Wer krass. Ja, also man kann schon den Subtext hier schön mitlesen, wie wir über AEW denken. Beziehungsweise nicht über AEW, sondern ich mache das ja mittlerweile an der Personalie Tony Khan fest bei mir. AEW als Alternative finde ich gut. Tony Khan als Persönlichkeit im Wrestling nicht so sehr. Aber naja. Vielleicht kommen sie auch auf den Trichter. Main Evento. Was sagst du? Das wäre, also da, wenn Okada das verliert, das wäre für mich, also es gibt nichts auf, jetzt von den ganzen Shows, die ich gucke, ist das Match, wenn da nicht der gewinnt, auf den ich tippen würde, wo ich mehr schockiert wäre als hier. Also das wäre wirklich so ein Ding, wo ich sage so, okay, jetzt ist wahrscheinlich, also da ist die Hölle zugefroren und ein paar Schweine müssen, gucke ich kurz an den Himmel, ah, da sind drei Schweine, die fliegen, alles klar. Das sind noch Reste von Silvester. Ja, also da würde ich dann auch kurz fragen, ob es genug gut geht. Gut, das fragen wir uns seit Jahren manchmal. Oh ja. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, das sollte, wenn alles gut läuft, Match des Tages werden, Match des Abends werden. Ja. Ich wünschte, ich könnte diese Hoffnung auch für Main Event aussprechen, aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Und das ist so bitter, dass ich über den Tokyo Dome Main Event, über den IWGP World Title und sein Match sagen muss, ich habe da null Erwartungen an das Match. Champion Sanada verteidigt gegen den Sieger des G1 Tetsuya Naito. Und ich mache meine komplette Enttäuschung an der Personalie Sanada fest. Sorry, Alex. Das war nichts. Ich bin so längst aus dem Sanada-Hype-Train ausgestiegen. Das war leider nichts. Also mit dem Redesign letztes Jahr
Bart ab, weg, raus aus LIJ, hin zu Just Five Guys. Das hat ihm einen echt guten Impuls gegeben, ja. Und so zwischen Mai und Anfang G1 war das auch richtig gut, was er da gemacht hat. Da hat er auch frischer gewirkt und motivierter und engagierter und spritziger. Aber irgendwo im G1 ist dann die Handbremse auf einmal wieder angezogen worden und seitdem haben wir wieder Handbremse-Sanada. Ja, ich mache das auch daran fest, wenn er rauskommt, wenn du dir seine ersten Auftritte anschaust mit dem neuen Look, hat er diese blaue Robe gehabt. Ja, die hat er nicht mehr. Er ist jetzt einfach nur der Typ in der blauen Buchse, der einen Gürtel um die Hüften trägt. Ja, strahlt nichts von einem Champion aus. Ja, und jetzt der ganze Aufbau hin zum Main Event, es ist nichts von seiner Seite ausgekommen. Ja, Naito macht ein Interview und sagt, Sanada kann nicht beides haben, die Zustimmung der Fans und den Titel. Irgendwas muss er opfern, um weiterzukommen. Ja, Sanada reagiert nicht drauf. Traditionell wird bei der letzten Tokyo Dome, bei der letzten Curriculum Hall Show des Jahres nach dem Main Event künstlicher Schnee von der Decke herabgelassen. Ja, Just Five Guys gewinnen ihr Match, aber Sanada ist irgendwo außerhalb des Rings unterwegs, als dieses Schneien anfängt und schüttelt es ab, sagt er, naja, zu spät. Pech gehabt. Tut mir leid, Sanada als Champion geht gar nicht. Muss dringend entthront werden. Ich glaube allerdings, das zweite Problem, was ich mit dem Matchup ist, es geht hier gar nicht darum, dass Naito Champion wird, sondern dass Naito den Roll Call bekommt am Schluss. Das heißt, der Titel spielt an sich hier nur eine Nebenrolle für mich. Es geht einfach nur darum, dass Tetsuya Naito wahrscheinlich seine allerletzte Chance auf den Tokyo Dome Main Event in seinem Leben hat und da nach dem Erfolg die Show beenden darf mit seinem LIJ Roll Call, was ihm ja bei seinem letzten Tokyo Dome Main Event Kenta vermiest hat. Ja. Ob er dabei Champion ist, steht auf einem anderen Blatt. Und insofern finde ich echt schade, wie man dieses Match hier aufbaut. Ich hoffe, dass Sanada zumindest so weit motiviert ist, dass er ein ordentliches Match wrestelt. Ja, weil unmotivierter Sanada ist auch sloppy Sanada. Und wenn er den Main Event von Wrestle Kingdom verkackt, dann leidet wahrscheinlich sein ganzes Stable drunter. Das wäre echt bitter. Hm. Wenn dann Leute wie Taichi und Uemura, die sich den Arsch aufreißen, und auch Doki, darunter leiden müssten, weil der andere Typ eben sich nicht zusammenreißen kann. Tipp geht hier ganz klar auf Tetsuya Naito. Muss. So, jetzt ihr. Jan. Ja, dann gucken wir doch mal, was die AI gesagt hat. Die AI hat gesagt, mein Tipp für das Match ist, dass es ein sehr emotionales und dramatisches Match wird, das die Geschichte zwischen Naito und Sanada zum Höhepunkt bringen wird. Ja, mal gucken, ob irgendwer zum Höhepunkt kommt. Ich denke, dass Tetsuya Naito einen leichten Vorteil hat, weil er mehr Erfahrung, Charisma und Motivation hat. Ja, hat Sven ja schon gerade gesagt. Vor allem bei der Motivation und Charisma. Da sind wir ganz weit da vorne. Also nicht nur leichter Vorteil. Erfahrung ja sowieso. Er wird versuchen, Sanada mit seinem Destino zu besiegen und seinen Traum zu erfüllen, den IWGP World Heavyweight Champion im Tokyo Dome zu gewinnen. Sanada wird sich jedoch nicht so leicht geschlagen geben. Er wird seine Kraft, Technik und Ausdauer nutzen, um Naito zu widerstehen und ihn mit seinem Moonsault zu bezwingen. Er will seinen Titel behalten und seinen ehemaligen Anführer übertreffen. Ich glaube, dass das Match sehr knapp ausgehen wird, aber am Ende wird Tetsuya Naito seinen Titel gewinnen. Ja. Naito. Kilo. Ja. Mit dem vielleicht noch, mal gucken, wie lange, schönsten Destino im Business.
leider nicht mehr mit dem schönsten Destino Call im Business, weil Kevin Kelly ist ja schon nicht mehr mit an Bord. Das ist richtig. Aber der neue Walker Stewart ist echt gut. Er hat eine echt super angenehme Stimme. Und wenn man bedenkt, dass der erst seit 2021 als Wrestling-Kommentator aktiv ist und selber erst 21 Jahre alt ist, Chapeau. Nicht schlecht. Echt ein super netter Typ. Hab mir ein Interview mit ihm angehört, das sagt er noch, also er ist aufgewachsen mit Michael Cole als Stimme der WWE. Weißt du, das ist eine ganz andere Generation als wir jetzt hier, die noch irgendwie Jim Ross und Jerry Lawler im Ohr haben. Ja, oder Bobby Heenan und Gorilla Monsoon, der dann hergeht und sagt, also für ihn ist Michael Cole der absolute Maßstab. Das Maß aller Dinge. Das finde ich eine super interessante Aussage. Stimmt, ja. Ja, und wenn er dann eben von Kevin Kelly mehr oder weniger handpicked worden ist, wird er schon seinen Grund haben. Also ich bin gespannt. Die ersten paar Shows, die er jetzt gemacht hat, fand ich echt gut, wie er das gemacht hat. Und wer ist Co-Kommentator? Chris Charlton. Achso, das bleibt dann. Okay. Ja. Nun gut. Naja. Ich meine, Chris Charlton, auch da muss man einen Hut davor ziehen, der ist ja eigentlich überhaupt niemand, der irgendwie so eine Rundfunkausbildung hat. Der ist ja Englischlehrer an sich. Ah, so okay. Ja, und ist halt zu diesem Kommentatorenjob gekommen, weil er als Wrestling-Fan, als New Japan-Wrestling-Fan halt mit seinen zwei Büchern über New Japan halt dieses massive Fachwissen hatte. Und halt als Faktenschwein dann einfach noch mit da saß und ein Funfact nach anderen rausballern konnte, so aus dem FF. Während dann eben Kevin Kelly und, keine Ahnung, zum Beispiel Rocky Romero noch mit da saßen und das Unterhaltsame dann am Wrestling noch kommentiert haben. Aber der hat sich mittlerweile so gemausert, dass er jetzt nach Kevin Kellys Abgang teilweise auch Shows alleine kommentiert hat. Die sind dann natürlich ein bisschen trockener, aber es ist nicht unhörbar, also ganz ehrlich. Für jemand, der, wie gesagt, da ohne Ausbildung reingeht, auch da zieh mal einen Hut davor. Definitiv, ja. Na gut, mache ich meinen Tipp. Ich gehe auch mit Naito, auch wenn ich Sanada immer gemocht habe und die Sanada-Fahne immer hochgehangen habe. Mir gefällt dieses ganze Ding gar nicht. Ich finde es auch als viel zu spät. Ich glaube, wie Jahre haben wir darüber gesprochen, dass Sanada endlich aus LIJ raus muss und sein eigenes Ding machen muss. Ja, hat er jetzt bekommen, aber leider einfach auch viel zu spät. Ich weiß nicht, warum das alles so abgeflacht ist, dieser ganze Run. Er scheint ja selber auch gar keinen Bock mehr zu haben. Gut, ich habe halt nur gelesen, dass man von Seiten New Japan, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, so hin mit der vorgehaltener Hand zu und gesagt, naja, eigentlich wäre Tsuji vielleicht doch der bessere Pick gewesen im Sommer und nicht Sanada. Ich weiß nicht, ob ihn das ein bisschen demotiviert hat. Eigentlich fände ich, das wäre irgendwie so ein Grund, warum man noch motivierter ist, einfach den Leuten zu zeigen, ich bin eigentlich hier der richtige Champion, der war, das war die richtige Wahl, mich als Champion auszuwählen. Vielleicht fühlt er sich aber auch gar nicht wohl als dieser Main Eventer, als das Aushängeschild der Liga. Vielleicht ist er einfach das nicht, ist er einfach nur Midcard Sanada. Ich weiß nicht, an was es liegt. Ich hoffe auch wirklich, dass er motiviert ist, aber es ist der Tokyo Dome Main Event, das sollte man vielleicht schon ein bisschen motiviert sein. Also, auch wenn man vielleicht aktuell ein bisschen angepisst ist von seinem Arbeitgeber, aber es ist immer noch, wie gesagt, Tokyo Dome, Wrestle Kingdom, du hast Naito, einer der größten Namen der Liga, also das solltest du vielleicht schon mal ein bisschen Bock haben. Ich glaube auch, ich freue mich tatsächlich auch so ein bisschen auf das Match, da bin ich auch ehrlich, aber auch wirklich nur, wenn Sanada Bock hat, wenn Naito Bock hat, und dann glaube ich, können die echt ein gutes Match rausreißen. Wird mit Sicherheit nicht an Danielson gegen Okada rankommen, ist auch irgendwo klar, aber ich hoffe mir trotzdem, dass es echt ein gutes, schönes Match wird, mit einem schönen Finish. Naito bekommt seine Gürtel, darf jetzt mal posieren, ohne Kenta diesmal, mit Feuerwerk, wie auch immer, dass einfach diese ganze Sache dann mal rund ist für ihn. Da kann er einen Haken auf seiner Bucketlist setzen und ja, Sanada, weiß ich nicht. Ich glaube, ob der 2024 dann nochmal irgendwo Richtung World Title geht,
Glaube ich eher nicht. Den sehe ich dann auf jeden Fall dann schon wieder eher Midcard. Also vielleicht mal Never Open Way, vielleicht auch mit dem Tag Team Partner geht auf den Tag Team Gürtel. Aber ich glaube, ich könnte mich schon sehr täuschen. Also ich glaube nicht, dass man Sanada noch mal aussucht, um noch mal, dass der noch mal einen World Title Run bekommt. Also das glaube ich, kann ich mir am besten mir nicht vorstellen. Nee, sehe ich auch nicht. Man hat es Ich probiert. meine, es war besser als Evil auf jeden Fall. So viel kann ich schon mal sagen. Schlechter geht es ja eigentlich gar nicht mehr, aber das Sanada hat, das funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, ob du es vergleichen kannst, weil Evil in der Clapcrowd-Ära war. Stimmt auch Ja, wieder, ja. also ich meine, wenn Evil jetzt mit Cheering Crowd hätte arbeiten können, dann wäre er wahrscheinlich aus der Halle geboot worden. Und dann hätte man wahrscheinlich eine ganz andere Wahrnehmung von diesem Arschgeigen-Champion. Ja, aber die durften ja gar nicht reagieren. Ich meine, was hätten sie denn auch machen können? Du kannst ja nicht negativ klatschen. Also haben sie gar nicht reagiert. Deswegen war es mucksmäuschenstill, wenn Evil irgendwas gemacht hat. Und das ist halt hängen geblieben, ja, dass Evil der Champion ist, der keine Reaktion gezogen hat. Das stimmt ja. Oh, jetzt Ja, muss ich. insofern ist es fast noch schlimmer, was Sanada gemacht hat, weil du hattest natürlich diesen großen Moment, als er den Titel gewonnen hat, aber danach ist halt eben nichts so passiert und die Reaktionen sind halt auch einfach sehr abgeflacht. Natürlich auch wieder am G1 gelegen haben, weil er musste ja gegen Evil kämpfen. Vielleicht hat Evil ihm da irgendwas abgesaugt im Match, und dann konnte er einfach nicht mehr. Ja, aber das hab ich ja neulich auch schon gesagt. Der wrestelt er als ungeschlagener Champion sich durch seine Gruppe durch. Und du denkst dir so, okay, alle haben mal gedacht, naja, der wird wohl irgendwelche Titelverteidigungen für den Herbst noch klar machen, indem er mal ein Match verliert, hier oder da. Gegen einen von den jungen Stars, vielleicht gegen Tsuji nochmal das Rückmatch. Ja, aber da geht er da zu null durch seinen Block durch und verliert dann in der nächsten Runde sang- und klanglos gegen Evil. Ja, gut. Und dann Bei dem Booking ist es ja auch. weißt du, und dann erinnere ich mich noch daran, dass wir beim G1-Finaltag bei mir im Keller saßen. Da war unser Abverse Summerfest. Ja, da habe ich mit Chris und Stefan und Nicole und Naomi gemeinsam das Finale geguckt. Und das war ja dann dieses Match, wo am Schluss Evil und Show die Gürtel von Just Five Guys geklaut haben. Und Sanada wie so ein Sack Kartoffeln einfach nur ans Ringseil angekettet wurde und sich nicht mehr bewegt hat. Also von dem feurigen Champion, da erwarte ich, dass der dann, ja, von mir ist keiner kurz angeschlagen sein, aber ich möchte, dass er irgendwann wieder zu Bewusstsein kommt und versucht, sich von diesen Ketten zu lösen. Nö, der hängt ja da, hat jemand einen Schlüssel für mich. Meine Hand ist gerade in den Handschellen gefangen. Hallo? Kann mir jemand helfen, bitte? Also, das geht nicht. Und insofern ist Sanada als Champion für mich riesengroße Enttäuschung 2023. Und auch da würde ich sagen, vielleicht hat man tatsächlich retrospektiv betrachtet, Tsuji direkt all in gehen lassen müssen, ja, zurückbringen und seinem ersten Match direkt einen Titel gewinnen. Der hätte halt auf jeden Fall das Feuer gehabt, einfach dieses jugendliche Feuer, einfach hier, ich werde Champion. Ob es funktioniert, weiß ich nicht, aber er hätte es auf jeden Fall probiert und hätte alles in die Waagschale geschmissen, einfach um zu zeigen, ja, ich bin's schon, ist schon richtig so. Das Gegenteil, was Sonata gemacht Ja, hat. genau. Weil, weißt du, auf der anderen Seite, ist mir neulich ein Clip angezeigt worden von einer der letzten Shows. Ja, die Kombination von Tsuji, wo er einen Gegner umhaut und dann noch mit dem Stomp hinterher stampft. Und dann dieses Lächeln von ihm dazu. Und das wirkt einfach so energetisch und impactreich. Ja, also genau das Gegenteil von dem, was ein Sanada macht. Ist ja doch wieder kommentiert, Cold Skull Gimmick wieder raus. Ja, genau. Ja, nee, also es ist echt schade, dass wir da so schimpfen müssen, wenn New Japan sich was traut, irgendwie mal einen Titel jemand Neues zu geben. Aber
Wir haben auch allen Grund zu schimpfen. Ich mache die Tipps noch voll. Naimi liebt blinde Menschen, deswegen mag sie auch Christus sehr und seine schlechten Augen. Tipp deswegen auf Naito. Und Sanada hat gezeigt, was in ihm steckt, leider nicht mehr, als wir die ganze Zeit über gesehen haben. Seine Regentschaft war boring as fuck. Sorry, Alex. Naito hat keine Zeit mehr, daher bietet es sich doch an, dass er jetzt seine letzte Regentschaft bekommt, eine, die er verdient hat, und dann den Staffelstab an Yota übergibt. Eigentlich bin ich so drauf, dass ich es selbst nicht glaube, dass es passiert, aber diesmal tippe ich dennoch auf Naito. Das ist der Text von Chris an der Stelle. Also haben wir hier alle auf Naito getippt. Ja, und damit wären wir durch mit unseren Tipps. Jo. So, darf Naito dann sein Rollcall durchziehen diesmal oder kommt wieder irgendjemand raus? Weil es sollte so zelebrieren dürfen. Wäre schon ein bisschen unfair sonst. Okada kommt, haut ihn um. Lol. Vielleicht kommt auch Kenta angerannt und Shingo steht da und lässt nicht vorbei oder so. mit seinen riesen Männertitten. Das wäre wenigstens lustig. Ja, wenn Kenta zumindest trollen wollen würde. Ah, Gott. Naja. Ja. So, dann. Wir werden sehen. Werden wir sehen. Am 4. Januar wissen wir mehr. Was mir die Tage bewusst geworden ist, nächstes Jahr haben wir ja ein Schaltjahr. Okay. Das heißt, Tokyo Dome 2025 ist ein Samstag. Sehr schön. Ja, wir könnten beispielsweise über Flugtickets nachdenken. Plan war ein. Können wir mal so, Chris, du weißt Bescheid. Gut, wie ist denn eure Erwartungshaltung so als Gesamtbild vorneweg? Was erwartet ihr von der Show? Jan? Also, ich versuch's mal diplomatisch zu sagen. Ich habe ja so ein paar Shows in der Woche vor mir. Ich wäre positiv überrascht, wenn es in der oberen Hälfte bei den Shows, die ich gucken werde, landet. Okay. Alex? Ja, ich muss zugeben, dass meine Erwartungshaltung, ja, ich will nicht sagen, dass es niedrig ist, aber nicht allzu hoch. Da bin ich ehrlich, ich freue mich halt extrem auf dieses Danielson-Okada-Match, da ist die Messlatte ganz weit oben. Das Global Heavyweight Title Match wird mit Sicherheit auch ziemlich gut, ist ja auch Will Ospreay dabei, deswegen wird es auch gut. Ja, aber ansonsten, ich weiß es nicht. Meine persönliche Messlatte liegt relativ niedrig. Ich erwarte echt nicht viel. Ich kann eigentlich nur überrascht werden, muss ich echt zugeben. Das geht auch noch in die gleiche Richtung, wie es Chris auch schreibt. Er schreibt, ich bin dieses Jahr passend zur gesamten New Japan-Stimmungslage eher unterwältigt. Versteht mich nicht falsch. Die Matches werden qualitativ gut bis sehr gut sein. Aus diesem Blickwinkel wird Wrestle Kingdom nicht enttäuschen und Onkel Dave wird hart an seinem kleinen Melzer rumspielen. Das habe ich jetzt einfach mal umschrieben. Ich möchte hier keine Schmutzsprache im Podcast haben, Chris. Aber mich als New Japan Fanboy lässt die Card weitestgehend kalt, so rein emotional gesprochen. Und das ist ein verdammt schlechtes Zeichen. Darin liegt aber auch eine Chance der Show. Ich habe keine Erwartungen an diese Wrestle Kingdom Ausgabe. Und ich denke, das deckt sich auch mit dem, was ihr beide gesagt habt. Und meine Kernaussage kommt hier auch beim Chris vor. Ich bin emotional nicht wirklich involviert in die Show. Und das liegt vor allem daran, dass der Main Event mich emotional null abholt. Wenn jetzt natürlich dann Wrestle Kingdom stattfindet, ja, und Minoru Suzuki dann direkt hier im Rambo einer von den letzten vier ist, dann ist die Laune natürlich wieder gleich viel besser. Aber ja,
Das ist das, womit wir arbeiten müssen, und das ist, ich sag mal, ausbaufähig. Aber genau wie es der Chris sagt, das ist auch die große Chance der Show. Wir erwarten jetzt alle eine Meh-Show, und wenn die dann richtig, richtig gut wird, dann werden wir hinterher da hocken und sagen, wir haben ja das vorher nicht sehen können. Ja. In Ghetto We Trust, bester Booker aller Zeiten. Was halt auch mein Problem mit dieser ganzen Card ist, das geht mir seit Wochen eigentlich so. Es kommt mir alles so vor, also das ist eigentlich auch so. Ich habe es alles schon mal gesehen. Takagi Tamatonga, schon ein paar Mal gesehen. Takahashi El Desperado, schon ein paar Mal gesehen. Bishamon gegen G.O.D. gab es erst das Finale von der Tag League. Dennis in Okada, gut, das gab es bisher nur einmal. Okay, das ist was Frisches. Sanada Naito, ja, relativ frisch. Gab es gut im G1, gab es das Match schon ein paar Mal so, aber jetzt halt mit Sanada als Champion noch nicht. Aber Zack Sabre gegen Tanahashi sehe ich so gefühlt auch jedes Jahr einmal. Da ist halt irgendwie nichts Frisches, Neues dabei. Und das, was halt neu ist, zum Beispiel in Tsuji gegen Uemura, hat halt keinerlei Aufbau. Auch ein Shooter und Kaito gegen House of Torture. Meine House of Torture will niemand sehen. Dazu sind sie auf der Card irgendwie. Das ist halt auch nichts Frisches irgendwie dabei, wo ich sage, ah, geil, das könnte geil werden. Aber ich hoffe, ich werde überrascht. Und das wird doch echt eine gute Show. Aber uns geht es da scheinbar allen gleich. Wir können wahrscheinlich nur überrascht sein über die ganze Card. Es gibt aber trotzdem einen Punkt, den man da gerade positiv anrechnen muss. Du hast keine Multiman-Tag-Matches drauf. Das ist richtig. Es gibt hier kein Füllmaterial. Du hast den Rambo als Ding in der Pre-Show, wo die Resterampe auftritt, und du hast ansonsten nur Tag-Team-Matches oder Singles-Matches. Du hast kein... Hat man ja auch schon hier so Trios-Gauntlet-Matches, um hier nochmal 18 Leute auf die Karte zu bringen. Haben wir nicht. Ja, es ist hier runterkonzentriert aufs Wesentliche. Und das ist die große Chance der Karte, dass du eben kein Filmmaterial hast, dass du dich wirklich auf das konzentrieren kannst, was du präsentieren möchtest. Und du hast auch, und das klingt jetzt auch böser, als es gemeint ist, nicht das Frauenmatch drauf, was viel zu wenig Zeit bekommt, wo sich hinterher wieder alle aufregen. Ja, ich erinnere mich noch an letztes Jahr, wenn wir da alle rumgekotzt haben, weil das Frauenmatch 3 Minuten war und dann kommt Mercedes Moret raus und braucht das 10 Minuten oder sowas. Weil ich vergessen. Mit dem Finisher verbotscht hat. Genau. Um uns alle drüber aufgeregt haben, dass die Frauen zu wenig Zeit bekommen. Und vielleicht ist es an der Stelle dann auch tatsächlich gut, wenn das Match bei einer anderen Show stattfindet, weil es würde auch dieses Jahr bei Wrestle Kingdom keine Zeit bekommen. Nee. 5 Minuten, wenn es hochkommt. Und insofern keine Multiman-Tag-Matches, kein Frauen-Match, konzentriert aufs Wesentliche runter. Vielleicht kann man da dann eben mit dem Konzentrat praktisch arbeiten. Das ist die Chance, die Card hat, tatsächlich. 10 Matches ist absolut okay. Wir haben schon deutlich Schlimmeres gehabt. Ja, die 2-Nacht-Wrestle-Kingdom-Shows, die wir ja auch hatten in den letzten Jahren, ja, wo wir dann gesagt haben, ja, wenn wir die jetzt zusammenpacken würden, da hätten wir wieder eine richtig gute Card. Ja, die haben wir jetzt, glaube ich, dieses Jahr, diesen Ansatz. Ich denke auch, ja. Dass du jetzt halt sehr viel repetitives Zeug drin hast, ist halt dem geschuldet, dass wir in den letzten 3 Jahren generell sehr viel Wiederholung hatten. Ja. So ist das. Das muss jetzt President Ace richten. Go Ace in dem Sinne. Right. Gut. Möchtet ihr noch was hinzufügen? Ansonsten gehen wir auf die Schlussgerade. Mich hat gerade nur Fight TV ein bisschen glücklich gemacht. Ui. Möchtest du dein Glück mit uns teilen, oder? Da ist gerade bekannt gegeben worden, dass die All Japan Show vom 31. bei Fight TV laufen wird im Plus-Abo mit drin ist. Doch, schön. Ja. Oh. Ja. Also, falls ihr das hier, ne, wenn ihr das hier hört, dann wird es gewesen sein.
Falls ihr Fight Plus habt, guckt euch auf jeden Fall ein Main Event an, ohne dass ich bisher was weiß, aber Nakajima gegen Miyahara, das kann gar nicht schlecht werden. Jetzt hat es gechinkst. Ja, das ist möglich. Ja, apropos eigentlich Nakajima, der ist doch eigentlich auch, der hat doch nur so ein Handschlag-Deal, glaube ich, mit All Japan, oder? Habe ich mal so gelesen. Der hat ja gar keinen festen Vertrag. Der hieß ja eigentlich auch, dass der ganz heiß drauf ist, vielleicht doch noch zu New Japan zu gehen. Wenn sie den noch bekommen würden und einen Kiyomiya, da hast du halt zwei Main-Eventer, ne? Theoretisch. Ja, über Nakajima als Kandidaten haben wir ja in der Vergangenheit auch schon ganz viel gesprochen. War ja auch schon G1, ja. Ja, mal gucken. Vielleicht. Hätte ich ja, glaube ich, damals auch schon als Bullet Club-Anführer mir vorstellen können. Ja, hast du erwähnt, ja. Ja, das wäre fein, den dort zu sehen. Aber dafür müsst jetzt erstmal seinen Titel verlieren. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob hier Fight TV einen Fehler drin hat. Oder ich einfach nur dumm bin gerade. Ja, dann mach's dir kaputt. Wir haben uns jetzt auch nicht so für dich gefreut. Nee, eigentlich war mir, dass die Show am 31. ist, aber Fight TV sagt, es ist 1. Januar. Aber mal, Japan ist doch zeitlich gesehen vor uns, ne? Also. Ja. Es läuft, wenn es läuft. Gut, dass es 6 Uhr morgens anfängt. Sportlich. Ja, aber. Wenn ich wirklich 1. Januar ist, dann sind wir eh dann noch wach. Eben. Und wenn wir es uns aus der Notaufnahme angucken, wenn wir uns unsere angenähten Finger wieder in Bewegung bringen. Das ist richtig. So schaut es nämlich aus. So, Jan, möchtest du Werbepart übernehmen? WrestlingTalkRadio.de ist unsere Webseite, da gibt es das gesamte Archiv mit allen Episoden zum Download oder direkt streamen, je nachdem, wie es besser für euch passt. Ne, für unterwegs ist natürlich der Download denn vielleicht angenehmer. Ansonsten Podcatcher eurer Wahl kennt ihr ja, die letzten 100 Ausgaben. Auf YouTube sollte auch alles mehr oder weniger fast verfügbar sein. Da haben wir ja festgestellt, dass mal random on the road, zumindest da haben wir es auf jeden Fall gemerkt, Episoden von YouTube auf privat gestellt wurden und irgendwie oder entfernt wurden und wir nicht so richtig wissen, wieso, weshalb, warum. Aber da die teilweise aus 2014 oder 15, 16 sind, ich glaube jetzt nicht, dass jetzt irgendwer da dass das jetzt irgendwie im Großen negativ auffallen wird, weil er gerade die Episode hören möchte. Und wenn, dann gibt es die halt auf der Webseite. Ja, ansonsten Twitter, Facebook kennt ihr ja. Und ja, ne? Liken, sharen, teilen, kommentieren, subscriben. Kennt ihr ja auch alles, ne? Hilft. Danke. Sehr schön. Möchtest du dich gleich noch verabschieden, oder? Warte, ich mach noch schnell den, damit die Tradition erhalten bleibt, natürlich auch im neuen Jahr, gibt's natürlich auch den Witz. Jetzt ist nur das Problem, da Sven gesagt hat, wir müssen hier familienfreundlich bleiben, muss ich jetzt einen familienfreundlichen Witz raussuchen. Okay. Ja, der ist auch kurz. Also, wo holen sich Bienen am liebsten was zu essen? Im Bistro. Badumts. Und damit von meiner Seite aus gute Nacht, guten Morgen, guten Abend, wenn ihr das gehört habt. Jo. Alex. Ja, ich wünsche den Hörern ganz viel Spaß bei Wrestle Kingdom. Und mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ich mache einen Deckel drauf, das war's von mir. Tschö mit Ö. Dann sage ich an der Stelle vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Jan, dass ihr euch die Zeit genommen habt, da mitzuquatschen. Vielen Dank, Chris, dass er seine Tipps noch schriftlich fixiert hat und reingeschickt hat. Wie gesagt, zum Roundtable hört ihr uns dann in der gleichen Besetzung plus Chris hoffentlich wieder.
Also plus hoffentlich Chris, so muss es heißen, weil hören werdet ihr uns nochmal, weil das dann auch das letzte Mal, dass ihr mich dann ertragen müsst, hören dürft, könnt ihr so auslegen, wie ihr wollt. Das war jetzt das vorletzte Podcastchen, was ich hier aufgenommen habe fürs WTR. Jan, es war mir ein Vergnügen. Alex, es war mir ein Vergnügen. Ihr da draußen, es war mir ein Vergnügen. Bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei Wrestle Kingdom. Wanker, wanker.